Hallo und einen schönen Mittwochvormittag zur Adobe Live Masterclass. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Tag oder 1,5 Stunden mit dir zu verbringen, Oliver. Du warst ja schon mal hier zur Brush Week und es ist wahnsinnig schön, dass du wieder da bist. Bei uns geht es heute um eine Kompositions- und Lowbrow-Illustrations-Masterclass. Wir werden die 90, siehst du, 90 Minuten damit füllen. Ja, genau. Und Oliver, wie geht's dir heute? Was hast du vorbereitet? Bist du bereit für eine rasante Livestream-Runde mit uns? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Auch danke, dass ich hier sein kann. Das freut mich sehr besonders. Also war mir eine sehr große Freude, überhaupt nochmal eingeladen zu werden. Natürlich. Du warst ja wahnsinnig beeindruckend letztes Mal mit den Brushes, die du teilweise selber erstellst. Du hast eine riesengroße Library, die für unsere Community auch zur Verfügung gestellt wurde. Und das sehen wir natürlich wahnsinnig gerne. Hallo auch in dem Fall an den Chat. Schön, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, ihr habt wieder ein buntes Bouquet an Fragen vorbereitet für Oliver. Weil wir haben ja genug Zeit, um alles durchzugehen heute. Oliver, du bist Independent Artist und verbringst deine Zeit damit, eine wunderbare Kombination aus Fantasy-Art und alten Meisterillustrationen und Werken zu machen. Wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist eigentlich mehr so als Side-Project gestartet, denn ich bin jetzt seit über, naja, sagen wir mal, Anfang 2009 als Illustrator habe ich angefangen und hauptsächlich für Agenturen und dann für Buchverlage, also in dem Fall Buchcover-Gestaltung überwiegend. Und dann startete das 2014 irgendwie als Nebenprojekt, dass ich halt gedacht habe, naja, es wäre da irgendwie spannender, von den alten Meistern zu lernen. Es muss eine andere Art geben, die ein bisschen mehr Spaß macht, als jetzt einfach nur Meisterstudien zu kopieren. Okay. Ich glaube, wir haben so ein kleines technisches Problem. Technisches? Okay, super. Okay, alles gut. wo war ich? Okay, also... Entschuldigung, das ist ja wunderbar, ein wunderbarer Start. Wo warst du? So, ich weiter war, geht's. Nebenbei, also nee, tatsächlich war es noch nicht Wichtiges. Also tatsächlich ist es so, es war eher, ich hatte mir einfach nur gedacht, es muss eine spaßigere Möglichkeit geben, Meisterstudien zu machen und daraus zu lernen und gleichzeitig Spaß zu haben. Und damit fing dann dieses Ancient Kaiju-Projekt für mich an. Und zwar habe ich einfach irgendwelche Sachen in alte Meisterwerke reingemalt, die dort gar nicht reingehören. Und das kam in der Community, also gerade bei DeviantArt bin ich halt auch noch stark verwurzelt, kam das so gut an, dass die Leute das, also keine Ahnung, die haben das kommentiert. Also vorher war das immer mal okay und dann auf einmal so eine Latte an Kommentaren. Und ich dachte, wow, da hast du irgendwie, hast du einen Nerv getroffen. Und dann habe ich natürlich irgendwann angefangen, daraus mehr zu lernen und das zu, ja, also meine Wertschätzung für die alten Meisterwerke ist dadurch enorm gestiegen, muss ich sagen. Da ist ja auch ein wahnsinniger Detailgrad drin, den man vielleicht, wenn man so schnell hinschaut, gar nicht bemerkt. Aber für alle, die vor 2 Wochen die Brush Week verpasst haben, das Ganze gibt es natürlich noch hier auf Behance und auf YouTube. Ihr könnt euch das jederzeit ansehen. Falls ihr jetzt gerade bei YouTube zuschaut, kommt rüber zu Behance. Hier schauen wir in den Chat. Hier beantworten wir eure Fragen. Bei YouTube leider nicht, sondern nur hier. Und du hast ja angefangen, die alten Meister anzusehen. Wie hat sich dein Stil dadurch verändert? Hat sich das in den Werken widergespiegelt? Ja, ich denke schon. Also das kann man auch gar nicht verweigern. Also ich meine, ich habe auch schon versucht, eigene Sachen zu machen im Stil von, das hat man letztes Mal gesehen, mit dem Porträt, mit den Mädels, ich habe mit dem Frosch auf der Schulter. Ich habe das auch nochmal hier gleich, für die, die es nicht gesehen haben. Und natürlich kriegt man das auch hin. Allerdings muss ich sagen, es ist nochmal was ganz anderes. Ich finde, und das ist halt eben das, was für mich wichtig ist mit der Komposition. Sorry, ich muss mal ganz kurz den Bildschirm ein bisschen hochfahren. Was für mich wichtig ist, ist Komposition schafft das halt, dass man andere Entscheidungen trifft. Und wenn ich jetzt in so einem alten Meisterwerk da arbeite oder das ergründe, es ist ja wirklich, also was ich halt heute auch ganz gerne zeigen möchte, ist die Arbeit, die man beim fertigen Bild nicht sieht. Also das, was im Vorfeld passiert, die Analyse, das Lernen, boah, was hat er denn da gemacht? Welche Regeln hat er da überhaupt angewendet? Hat er überhaupt welche angewendet? Und das finde ich halt persönlich so spannend. Und wenn man das, sage ich mal, mit in seinen Lernprozess mit aufnimmt, dann kann man das gar nicht verweigern. Also man lernt es, man setzt es automatisch in seine eigenen Werke auch wieder um. Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja heute genügend Zeit, um im Detail reinzuschauen. Ich
Ich habe mir den Stream, glaube ich, zweimal angesehen mit dir und Julia, okay, und habe wahnsinnig viele Fragen, weil du natürlich diesen krassen Sprung zwischen alten Meistern und dem digitalen Arbeiten schaffst. Weil aktuell arbeitest du ja, soweit ich das verstanden habe, hauptsächlich digital. Und gibt es dem Ganzen aber einen sehr analogen Touch. Und das ist für mich aus einer Designperspektive wahnsinnig spannend. Ja, natürlich. Da sind auch, also angefangen habe ich auch, muss ich dazu sagen, mit sehr viel Fotomanipulation. Und habe natürlich dadurch auch eine riesen Library an Texturen und Strukturen. Und das hat mir aber irgendwie alleine nie gereicht oder nie gefallen. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, mehr ins Malen reinzugehen. Das war natürlich an sich auch schon mal eine Gratwanderung vom Compositing hin bis hin zum kompletten Neuerstellen. Also, aber auch komplett neue Freiheiten eröffnet, also die vorher so nicht da waren. Während ich sonst mal 10 Stunden nach Fotos am Suchen war, habe ich hier in 10 Stunden quasi schon eine kolorierte Zeichnung hinbekommen und dann kann ich auch noch 10 Stunden reinstecken zum Fertigrendern. Also je nach Stil ist das dann 20 bis 30 Stunden ist eine Illustration dann auch okay. Interessanterweise dauern diese Studien hier viel, viel länger und sind dabei noch nicht mal alles komplett meine Arbeit. Also das ist das Interessante, da gehen locker mal 70 Stunden drauf und eigentlich ist das Bild ja schon von dem Künstler vorher. Also das zeigt, wie man möchte ja auch dem Werk gerecht werden. Also für mich ist immer sehr wichtig, dass nachher etwas Würdevolles bei rauskommt, wo ich sagen könnte, wenn der Künstler noch lebt und sagt, naja, ist vielleicht nicht ganz mein Ding, aber hast du gut gemacht. Das wäre für mich einfach ein, das Größte, was ich mir vorstellen könnte, ne? Das ist ein schöner Anspruch, dem Werk gerecht zu werden. Wir haben ja jetzt, wir sind gerade mal 10 Minuten im Stream, aber haben schon mit wahnsinnig vielen Dingen um uns geworfen. Ja. Möchtest du mal kurz für alle, die gerade erst dazugekommen sind, erzählen, was wir heute vorhaben und worum es genau gehen wird? Ja, sehr gerne. Also ich habe hier ein Bild, das ist von Corot von 1831. Und das möchte ich ganz gerne in Richtung Lowbrow-Art umwandeln. Also das ist einfach jetzt eine Studie, bei der ich das gerne mal ausprobieren möchte. Und die Idee dazu kam mir, weil ich mal vor ein paar Tagen, Wochen, also es ist so, ich habe immer verschiedene Bilder in meiner Library, die schwirren dann immer so bei mir am Bildschirm herum. Ich habe dafür so ein Widget hier, da ist dann wieder mal ein Bild. Und das Schöne ist, wenn dann halt parallel, man ist mal wieder bei Pinterest unterwegs und findet wieder ein paar interessante Sachen, dann macht es mal Klick und man denkt sich, oh, das und das, cool, neue Idee. Und so ist es hierbei auch gewesen. Da bin ich über Ray Caesar gestolpert und habe mir gedacht, Moment mal, also diese Sachen, das wäre mal interessant, diesen Stil einen richtigen Renaissance-Look zu machen, weil ich mag auch Ray Caesar. Allerdings, was er halt macht, er macht sehr viel mit 3D-Programmen und die Sachen haben auch, obwohl sie hier diesen Renaissance-Look pflegen, sie haben oftmals so einen 3D-Sterilität. Und das finde ich halt ein bisschen schade und würde das gerne auf meinen Stil ein bisschen, also mit meiner Technik ein bisschen umsetzen. Genau. Das klingt wahnsinnig spannend und du klärst es auf den Punkt sehr kurz, aber es ist natürlich wahnsinnig viel Detailarbeit und wie du schon gesagt hast, wir werden so ein paar Compositing-Richtlinien und so weiter durchgehen. Sollen wir denn direkt mal starten, um nicht so viel Zeit zu verquatschen? Ja, ich werde sowieso Schwenker rüber machen. Ich habe noch eine andere Datei offen und es wird auch sehr viel Theorie sein. Ich glaube, ich könnte 90 Minuten dann nur über die Theorie erklären und das ist vollkommen langweilig wahrscheinlich. Aber deswegen hoffe ich, dass wir das so während dem Machen einfach machen können, erzählen können. So, ich habe den Cursor extra ein bisschen größer gemacht, dass man sieht, wo ich gerade dran am Arbeiten bin. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich habe das nicht so schön wie ihr mit iPad, mit diesen neuen Touch-Dingen, das sieht super aus. Das hätte ich auch gerne für den Desktop. Ja, okay. Aber man sieht es so gut, also du musst dir keine Gedanken machen. Also es ist ganz klar und schön da. Dann bin ich sehr froh. Gut, also nur ganz kurz für die, die es vielleicht nicht kennen. Lowbrow Art ist, hat einen ganz anderen Bezug. Also ich sehe es so ein bisschen Art an wie moderner Surrealismus. Dann gibt es viele Künstler, manche Namen sind bekannt, Ray Caesar, Mark Ryden, aber ich habe auch ein paar interessante andere Bilder gefunden, bei denen auch Leute klassische Werke nehmen und einfach Elemente aus dem Bild nochmal nehmen und die komplett neu anordnen. Das zählt dann auch da rein. Es sind teilweise sehr schöne Bilder dabei. Und also ich finde das immer eine schöne Inspirationsquelle. Das ist so vielfältig, das Thema. Und
da kann man sich auf jeden Fall inspirieren von lassen. Also ich mag es halt, diese Symbolik. Und allerdings, das ist auch immer eine Sache, man kann natürlich Sachen einfach unglaublich viel irgendwo in einem Bild anordnen, aber es wirkt dann auch schnell gedrungen oder ich sag mal, ja, es ist dann einfach wild. Und Komposition hilft einfach dabei, das besser lesbar zu machen. So. Also, ich muss jetzt sagen, ich finde es wunderbar, dass du dir Beispiele ausgesucht hast. Das sind ein paar meiner größten Inspirationen von früher dabei. Und es ist wunderschön, die mal wieder zu sehen, weil ich das ein bisschen aus den Augen verloren habe. Ja klar, natürlich. Also man kann ja auch nicht immer alles im Blick haben. Aber Pinterest ist auch dafür super. Man stolpert mal wieder drauf oder auch bei Behance, wenn ich mal wieder reinschaue und dann hat jemand wieder neue Collection gepostet und dann denkst du dir, wow, ja, du hast so viel wieder verpasst. Ne? ich habe noch eine kleine App hier für diejenigen, die sich vielleicht fragen, was das für ein Programm ist, mit dem ich hier, das ist jetzt nicht in Photoshop, sondern das ist ein kleines Programmchen, das nennt sich PureRef. Und mit dem kann ich Bilder relativ schnell reinzoomen. Ich habe mittlerweile alles Mögliche an Referenzen, Moodboards und so weiter, verwende ich hier. Das Schöne daran ist, man kann da reinzoomen bis ins Unendliche und sich einfach, also es nimmt leider dann irgendwann auch viel Platz weg im Arbeitsspeicher. Also man sollte schauen, dass man genügend RAM dann dafür hat. Aber an sich ist es ein sehr kleines, schickes Programm. Der Link kommt übrigens auch zum Discord noch dazu. Die Programme, die ich noch habe und die Links zu den Künstlern und so weiter. Gerne auch Dankeschön, nachfragen. Dankeschön, dass du das ansprichst. Ihr wisst, wir haben einen eigenen Adobe Live Deutschland Discord Channel. Den Link dazu findet ihr unter dem Video hier, also discord.gg/adobelive.de. Und da sprechen wir auch abgesehen oder neben den Zeiten, in denen wir streamen. Und alle unsere Gäste sind auch da und beantworten gerne eure Fragen. Und Oliver ist ein wunderbares Beispiel dafür, weil du wahnsinnig aktiv bist und alle Links und alle Programme, Tools und was auch immer du gerade erwähnst, dort posten wirst. Ja, gerne. Danke auch für die Möglichkeit. Also wenn ich jetzt halt, ich bin sonst immer in einer Privatschule am Unterrichten und dort habe ich natürlich die Sachen immer live vor Ort, was jetzt durch Corona halt auch nicht möglich ist. Und das ist eigentlich so, dass alle Studenten halt auch am Wochenende rausgehen und der USB-Stick ist dann voll mit Dateien. Also ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich das dann hier ähnlich halte, ne? Weil nur so hat man ja auch nochmal einen Zugang dazu und findet dann die Sachen nochmal. Und nur, dass, falls sich jemand wundert, ich habe die Sachen schon ein bisschen vorbereitet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Eine der ersten Sachen, die ich halt mache, wenn ich so ein Bild halt habe, ich nehme die Palette, ich nehme die Farben, die ich hier habe, im Hintergrund, um zum Beispiel Kontraste zu setzen und mal einfach erstmal die Sachen rein, wie ich mir denke, wie das so passen könnte. Weil oftmals ist halt noch nicht direkt klar, wo jetzt, welche Komposition der Künstler da verwendet hat. Irgendwann kommt dann halt die Idee, Moment mal, der könnte doch hier, was hat er denn da gemacht? Das sieht mir so ein bisschen nach goldenem Schnitt aus. Und dann gehe ich die Sache mal ein bisschen nach und finde dann einiges an Sachen heraus. Also hier bei der Geschichte habe ich ein bisschen was übersprungen. Ich wollte das aber an der Stelle ganz gerne mal auch zeigen. Und zwar ist das hier ein Gitter, mit dem ich verschiedene Sachen herausgefunden habe. Mhm. Und zwar, es gibt natürlich auch die Möglichkeit über Photoshop, das sind dann hier diese Überlagerungen, wenn man mit dem Zuschneiden-Werkzeug hantiert. Dort kriege ich zum Beispiel auch den goldenen Schnitt angezeigt. Auch die Spirale und was auch so dazugehört. Allerdings so das Nützlichste aus dem Arsenal ist tatsächlich noch hier so der goldene Schnitt, wobei ich dann auch schon wieder Leute höre, die dann sagen, wow, das ist ja so Esoterik und so ein Kram. aber wenn ich leider mit so einem Bild arbeite, dann kann ich halt eben nicht verweigern, dass die tatsächlich darauf aufgebaut haben. Allerdings muss man auch sagen, fehlen in Photoshop leider noch ein paar Sachen, wie jetzt eben diese Diagonalen. Die sind hier sonst immer nur mit den Overlays hier zu finden, also sprich, die muss ich dann einzeln einschalten, aber ich fände es halt praktischer, wenn die teilweise direkt mit dem goldenen Schnitt zusammen in einer Datei wäre, dann wäre es super. Aber so muss ich dann halt den Umweg gehen mit meinen eigenen Rechtecken, beziehungsweise die sind noch nicht mal ganz von mir. Ich habe die ausgegraben, und zwar auf meine Recherche, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und zwar bin ich da über eine sehr interessante Seite gestolpert von einem Fotografen, der heißt Tavis Leaf Glover. Und der hat hier so ein Buch, auch gibt es bei Amazon auch, über Canon of Design.
Und da findet man auch, kriegt man auch von ihm diese Rechtecke und der macht das, der hat sogar so eine, naja, ich nenne es mal jetzt eine Pay-Site, also man bekommt ganz viel Content dafür, bezahlt im Monat dafür was 5 oder 10 Euro und kriegt dann aber auch jeden Tag in die Inbox, wie viele Bilder, wo er jetzt wieder was rausgefunden hat. Also wer denkt, ich bin da schon irgendwie ein bisschen crazy, der ist total verrückt mit klassischer Kunst und Fotografie, aber was der auch rausfindet, ist unglaublich. Und das hat mir dann auch sehr viel Input gegeben, wonach man Ausschau halten sollte. Und spätestens, wenn ich dann sage, okay, ich will jetzt was Neues reinbringen, was vorher nicht da war, dann richten sich hier schon einige Sachen dran aus. Das würde ich ganz gerne auch mal zeigen. Wo ist es denn jetzt hier? Neue Ebene? Genau. Wie zum Beispiel jetzt hier diese Diagonalen. Also wofür dieses Rechteck hier, also dieses dynamische Rechteck verwendet, das nennt sich, also wenn man danach googeln möchte, sollte man nach dynamische Symmetrie schauen. Dann findet man viele dieser Sachen hier. Aber wofür das hier eigentlich verwendet wird, ist, es soll die Richtungen begrenzen, die der Künstler verwendet in seinem Bild. Also Diagonalen haben ja immer einen Einfluss. Also je nachdem, wenn die sehr stark kontrastreich sind, wie in dem Bild hier, dann habe ich hier immer Linien oder Parallelen, die ich halt antreffen kann. Die müssen nicht überlagern. Also es geht auch nicht darum, wie manche Leute glauben, das muss ich jetzt unbedingt so ausrichten daran, wie das jetzt hier. Das ist hierbei ein reiner Zufall, das müsste gar nicht sein. Aber dass zum Beispiel diese Diagonale hier sich hier wiederfindet oder diese hier, das ist kein Zufall. Das ist tatsächlich beabsichtigt. Und daran merkt man halt, dass die auch früher sehr viel Zeit darauf verwendet haben, ihre Richtungen zu begrenzen. Genau wie man auch bei Paletten sagen kann, es gibt Bilder, die haben eine limitierte Palette. So, und das nennt sich dann halt hierbei einfach Gamut. Da wird dann die Richtungen begrenzt, limitiert. Und und dadurch schaffen die halt eben stärkere Kompositionen. Ich finde es gut, dass du das gerade eingezeichnet hast, weil ich glaube, wenn man es einfach so drüberlegen würde und einfach mal anzieht, dann kann man viele Dinge übersehen. Genau. Und wir analysieren das jetzt ja in Retrospektive. Das heißt, wir legen für uns jetzt ein Raster drüber und analysieren, wie die Meister das gemacht haben. Genau. Wenn jetzt jemand beginnen würde, ist das was, wo man beginnt mit dem Raster? Oder ist das was, wo man erstmal loslegt und dann später die Details im Raster ausrichtet? Ja, also gerade bei den klassischen Werken habe ich gemerkt, dass es einfacher ist, das wirklich damit anzufangen, weil ich dann weiß, nach welchem Rechteck die gearbeitet haben. Wie schon eingangs gesagt, auch die klassischen Meister, die haben das verwendet, um sich von anderen abzuheben. Das heißt, du musst dir vorstellen, zu einer Zeit, keine Ahnung, 1650 bis 1700, bis 1850, hat jeder von dem anderen irgendwie geklaut und hat das gemacht, was der andere gemacht hat, weil das gut angekommen ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es heute nicht anders wäre. Nur waren dann manche Leute, auch wie der Corot, der das hier 1831 gemalt hat, schon so schlau, der hat dann seine eigene Regel noch mit reingebracht. Und das habe ich jetzt, das findet man vielleicht am Anfang selbst nicht raus. Ich meine, diese Überlagerungen und so weiter, an der Stelle noch ganz wichtig, man darf die auch nicht verzerren. Das heißt, ich müsste hierfür tatsächlich ein komplett neues Rechteck erstellen, wenn ich ein anderes Format habe. Also es ist nicht so, dass man leider sagen kann, man kann das auseinanderziehen. Die einzigsten Photoshop-Überlagerungen, mit denen man das auch machen kann, ist halt die dritte Regel, die goldene Schnitt und die Spirale, weil die werden tatsächlich berechnet. Alle anderen Sachen eben nicht. Deswegen würde ich mir so wünschen, dass man die Sachen hier hat, dann macht es ein bisschen einfacher. Mhm. Aber die Sachen mit den klassischen Meistern ist, die haben ja, wie zum Beispiel hier, ich habe eine Sache festgestellt, der hat hier noch eine Diagonale reingezogen. Und so Sachen findet man halt später ein bisschen raus, wenn man sich mehr mit der Materie auseinandersetzt. Warum das wichtig ist, diese Linie, die hat sich nirgendwo ausgerichtet, das macht aber auch keinen Sinn, aber es muss einen Grund haben, warum dieser Hut da liegt, sonst hätte er ihr ja auf den Kopf gesetzt, fände ich eine schönere Komposition. Und so habe ich diese Linie jetzt ja aufgegriffen, um, Moment, wo war ich eben, zu sagen, Moment, dann richte ich jetzt doch einfach meine Idee ein bisschen daran aus. So, das heißt, damit habe ich eine Doppelung. Also das ist auch wieder so ein kompositorisches Element, in dem ich einfach sagen kann, ich nehme jetzt diese Linie und schaue mir, okay, das hat der im Bild schon untergebracht. Auch der Arm ist so ein bisschen daran ausgerichtet. Das muss ja einen Grund haben. So, wenn ich also etwas wegnehme, dann schade ich dem Bild. Wenn ich etwas hinzufügen will, dann muss ich schauen, wie hat der gearbeitet, damit ich auch auf die Komposition aufbauen kann und dem Bild nicht schade.
Also, als ich den Strich und also gerade die Linie mit dem Hut und so weiter erklärt, das habe ich mir gedacht, ach, so ein Schmarrn, da sind doch ganz viele Linien drinnen. Ja. Das ist doch Zufall. Jetzt, wenn man sieht, wie du die Tentakel dazu gemalt hast, macht das natürlich Sinn. Und ich stelle mir, ich bin nicht die Einzige, die sich die Frage stellt. Thoraf im Chat fragt sich die Frage auch. Er ist ein bisschen skeptisch und meint, wie viel klassische Maler tatsächlich nach Lehrbuch gemalt haben und wie viel sich zufällig ergibt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch vollkommen berechtigt, diese Frage. Die habe ich mir auch gestellt. Ich bin ja auch erst seit 7 Jahren dran, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Und ich muss auch sagen, klar, kann man auch ohne diese ganzen Sachen weiterkommen und auch seine Arbeiten verbessern. Denn ich habe auch früher gedacht, ja, das ist so ein Bauchgefühl, das kannst du einfach. Entweder es passt oder es passt nicht. Was mich aber interessiert hat, ist, das muss ja irgendwo herkommen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann reflektiert und festgestellt, ja klar, ich habe einfach mir viele Bilder angeschaut von anderen Künstlern, die aber wieder von anderen Künstlern kopiert haben, die von anderen Künstlern kopiert haben, die das einfach gelernt haben. Und was ich glaube, was wir haben überhaupt nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, ist einfach eine Diskrepanz aus theoretischem Wissen, was in einem Elfenbeinturm bei den Kunsthistorikern steckt und den Künstlern, die draußen sind, am echten Leben und eigentlich davon profitieren könnten, wenn sie über dieses Wissen verfügen. Denn in Zukunft wird es halt so sein, dass das weiße Rauschen, was wir noch haben, jetzt mit dem Internet, mit Instagram, mit allem Möglichen, wo wir uns behaupten müssen, wird die Halbwertszeit eines Bildes wesentlich wichtiger. Das heißt, die Komposition kann die 10% ausmachen, die mir den Job einbringen. Während jemand anderes, der sich auf Bauchgefühl verlässt, einfach sagen kann, ja, kann ich machen, aber es ist eventuell nur Glückssache. Ja. Ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, da könnten wir einfach nochmal eine extra Masterclass Ja, dazu klar, machen. Vor allem, weil natürlich. ich auch eine sehr starke Meinung dazu habe. Wie du sagst, es gibt auf jeden Fall viel mehr als ein weißes Rauschen. Und du hast es ganz am Anfang angesprochen. Du baust auf die Arbeiten auf, die schon bestehen. Und Ja. dadurch musst du erkennen, was schon bestehend da ist Ja. und deinen Teil dazu malen. Und ich glaube, das ist vor allem in einer Designperspektive oder wenn man Illustration als Designelement verwendet, wichtig. Weil du arbeitest ja immer mit einer Marke zusammen, du arbeitest mit einem bestehenden Design zusammen. Und dann ist es vielleicht nicht der goldene Schnitt, sondern einfach das andere Erkennen von Mustern, das wichtig ist. Auf jeden Fall. Also da stimme ich dir voll zu. Es ist ja auch nur ein Element. Ich möchte mal sagen, es gibt eine ganze Reihe von kompositorischen Mitteln. Und deswegen auch nur, ich bin, was das angeht, absolut kein Evangelist. Deswegen wollte ich halt eben auch verschiedenste Kompositoren, ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil es meiner Ansicht nach Künstler, die ihren Weg gefunden haben, das umzusetzen. Und einfach gesagt haben, nö, also das hier ist ja jetzt tatsächlich mal so 1500 bis 1960, 80, keine Ahnung. Und dann kam Leyendecker zum Beispiel. Und was ich krass finde, er arbeitet zum Beispiel nur, er hat eine Beschränkung auf 4 Richtungen. Und dennoch weiß er auszubrechen aus diesem Muster. Wenn man sich genau dieses Bild anschaut, das ist eine Seite, ich habe hier noch ein Buch von ihm und habe das durch Zufall gefunden. Und das ist so heftig. Der arbeitet immer nur mit diesem Vierergitter. Das heißt, nur Diagonalen und Vertikalen. Da waren die Meister sogar noch ein bisschen fauler als er. Und jedes seiner Bilder funktioniert. Das ist unglaublich. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Und es gibt auch dem Zuseher, also ich nenne es immer Zuseher, aber wie nennt man das denn? Ich nenne es einfach Zuseher, dem Zuseher eine vorgegebene Perspektive. Das Auge wird geleitet, du weißt, wo es hingeht. Und Genau, ja. das fehlt mir bei zeitgenössischen Illustratorinnen und Illustratoren manchmal, weil da ganz viel auf dem Haufen ist und alles explodiert und man hat nichts, wo das Auge geleitet wird. Und das schätze ich so sehr an den alten Meistern oder Leuten, die eine gute Komposition verwenden. Ja, richtig, auf jeden Fall. Ich möchte es aber auch jetzt nicht von der Hand weisen, denn ich glaube, das liegt einfach auch ein bisschen daran, welche Kunden wir haben und wie deren Halbwertszeit ist. Also ich nenne es jetzt Halbwertszeit, das ist einfach für mich der passendste Begriff, denn ich habe halt eben auch gelernt, in meiner Arbeit mich mehr mit diesem Begriff zu beschäftigen. Ich meine damit jetzt nicht diese Halbwertszeit, wie viel Geld bringt ein Produkt in dem Zeitraum und das ist dann das, was es ansonsten seine restliche Lebenszeit kriegt. Aber ich meine damit eher den Wert, den das Ganze halt hat.
und wie lange ich daran Freude habe. Das heißt, bei einer, gerade jetzt, was du sagtest, diese actionreichen Motive, die haben ja ihre Berechtigung. Und ich sag mal, wenn ich jetzt in einem Entertainment-Bereich arbeite, wo ich jetzt einen Kunden habe und muss jetzt für ein Online-Rollenspiel Bilder malen, die als Splash-Screens gezeigt werden, dann habe ich eine andere Halbwertzeit, weil das Ding muss nur 4 Wochen und für den einen Betrachter, der sieht das Bild vielleicht nur 10 Mal in den 4 Wochen. Und dann hat es seinen Dienst getan, aber die verdienen in einem guten 4-stelligen Bereich. Und dann steht dem gegenüber zum Beispiel ein Buchcover, was ich eher früher gemacht habe. Und das hat eine Halbwertszeit von vielleicht 3 Monaten. Und das ist eine ganz andere Zeitspanne. Und jetzt mit den klassischen Meisterwerken, dann fasziniert mich einfach, wenn ich hier den Corot halt sehe. Das Bild ist von 1831. Wir reden hier von 190 Jahren. Es hat im Prinzip nichts von seinem Glanz verloren. Bei der Mona Lisa brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Ne? Und das ist, finde ich, eine Halbwertzeit, wo ich sage, wow, Moment mal. Also das muss ja einen Grund haben. Ne? Das kommt ja nicht von irgendwo her. Das auf jeden Fall. Der Chat stimmt dir zu, ist aber auch so ein bisschen noch immer unentschlossen. Und ich glaube, die haben sich jetzt, wenn ich so durchscrolle, ein bisschen dazu entschlossen, dass es kommt drauf an, meine Lieblingsantwort, eine Mischung aus gutem Bauchgefühl und guter Komposition. Ja, spricht ja auf jeden Fall nichts dagegen, Gottes Willen. Ah ja, deswegen wollte ich halt eben noch die anderen Kollegen hier zeigen. Sehr gutes Buch, wer eher im Bereich Grafiknovelle unterwegs ist, hier Markus Mathieu Mestre. Der hat ein tolles Buch, das nennt sich Framed Ink. Vielleicht kann man es ein bisschen lesen hier. Und das sieht mir auch eher nach Bauchgefühl aus, aber was er macht, ist eine Wissenschaft draus. Das heißt, er hat hier teilweise Kringel, er hat so unter jedem Bild, was er hat, das sind teilweise Storyboards, hat er seine Kringel hier drunter. Und er hat dann eine Schwarzskizze einfach, wirklich schwarz und weiß, hier genauso. Und was er aber daraus macht, das ist jedes Mal ein Kunstwerk für sich. Und das finde ich halt unglaublich. Das ist wirklich nur Licht und Schatten, mehr ist es nicht. Und der hat auch seinen Weg gefunden. Also ich finde, Komposition ist immer sehr, sehr subjektiv. Was man daraus macht, ist nochmal was ganz anderes. Und genauso hier Edgar Payne, auch eine sehr gute Empfehlung. Allerdings hingegen den anderen, die bei Amazon auch als Kindle-Buch zu kriegen sind, kriegt man von ihm nur ein gedrucktes Buch, sehr teuer aus Amerika. Aber der ist zum Beispiel rausgegangen in die Natur und hat gesagt, okay, was sehe ich denn hier? Und hat dann halt hier solche Seen oder Baumarrangements halt gesehen und hat gesagt, Moment mal, das ist doch eine Waage, wo halt ein schweres, aber leichtes Element gegenüber einem kleinen, aber schweren sitzt. Ne? Und er hat geschaut, wie kriege ich das hier auf verschiedensten Bildern hin? Und es funktioniert auch. Also in dem Punkt muss man sagen, das ist aber kein Bauchgefühl. Er ist hingegangen und hat gesagt, das ist mein Bauchgefühl, das will ich haben. Und jetzt ist es kein Zufall mehr. Wenn ich jetzt das haben will, dann habe ich hier eine Bibliothek an Möglichkeiten. Ich brauche nur nachzuschlagen. Man muss das ja nicht übernehmen. Man sollte nur für sich überlegen, mache ich mir vielleicht mal die Mühe und aus meinem Bauchgefühl etwas Messbares zu machen. Mehr ist es ja eigentlich nicht. So. Oh, ich stimme dir dazu und ich finde es ja auch schon mal gut, wenn jemand Dinge festhält. Ich weiß, wenn wir uns jetzt alles, wenn wir Bücher ansehen, es gibt das Ganze ja in vielen Arten auch digital, aber einfach mal Gedanken festhalten und Kompositionen festhalten und Dinge, die man sieht und sich dann später wieder drauf referenzieren zu können, finde ich immer sinnvoll und gibt dem Ganzen so einen Mehrwert, weil einfach viel mehr Gedanken und viel mehr Zeit darin steckt, als einfach ja, so ein schnell hin. Ja, es ist halt in der Zeit, die man darauf verwendet, denkt man sich immer so, ach, man geht jetzt so viel Zeit drauf und dann weiß dann nachher gar nicht mehr, ob überhaupt was bringt, ob du davon was hast, ne? Das ist natürlich immer das Schwierige an der ganzen Geschichte. Das sehe ich ja auch so. Es ist ja auch nicht so, dass ich das regelmäßig anwende. Ich finde halt zum Beispiel nur, dass es bei den Sachen hier halt unglaublich viel bringt, wenn man darauf achtet. Jetzt muss ich zum Beispiel schon wieder aufpassen, dass ich nicht zu viel Kontrast reinbringe. Ich habe da nämlich schon angefangen und dann verliere ich mich gerne zu schnell in Details. Also eine Sache, die jetzt halt beim Anfang wichtig ist, dass so die Elemente rundherum schon mal sitzen, so dann ist die Konzeptphase für mich abgeschlossen. Und wenn diese Konzeptphase so ungefähr stimmt, dass man sagen kann, so aus der Entfernung passt es ungefähr, dann geht es eigentlich daran, dass ich ins Detail umsetzen kann. Und aber das ist dann teilweise sehr aufwendig. Also da gehen dann schon mal gut so 10 Stunden daran, nur so ein Detail dann auszuarbeiten. Und das ist dann teilweise echt sehr mühsam. Deswegen, also ich werde es heute wahrscheinlich in einen guten konzeptionellen Bereich hinbekommen. Und dann hoffentlich in den nächsten Tagen fertigstellen. Ich denke, das ist ein Kompromiss.
Hoffentlich. Auf jeden Fall. Wir sind ja nicht da, um Dinge hundertprozentig fertig zu kriegen, und wir interessieren uns ja für die Technik und wie du beginnst, an den Details verlieren. Ich glaube, da haben wir alle keine Probleme damit. Das können wir alle ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Gut, man, gerade im Chat, sie hat sich auch schon ein Kompositionsskizze in Illustrator erstellt und das in den Fresco reingeladen. Und sie merkt bei ihren Arbeiten auf jeden Fall einen Unterschied. Und das ist ein cooler Workaround für Fresco, sich einfach davor schon mal so ein Grid oder ein Raster zu erstellen und es dann einfach reinzuladen. Falsche Ebene, wem passiert das nicht? Entschuldigung. Wenn ich einen Euro kriegen würde dafür, für jede Layer, der falsch bemalt worden ist in einem Livestream, dann könnte ich wahrscheinlich jetzt schon mit einem Cocktail irgendwo auf einer Insel sitzen. Ja, genau, das wär's. Ich komme leider viel zu oft vor, aber es gibt ja Gott sei Dank den Schritt, dass man wieder zurückgehen kann, und es ist meistens nichts verloren. Ja, das stimmt. Ein Riesenvorteil. Ich denke halt, früher mit den Ölfarben haben die Leute es, also man glaubt immer, die hätten es gar nicht so leicht gehabt, aber wenn man mal mit Ölfarben gemalt hat, dann merkt man, das ist eigentlich auch jetzt nicht so dramatisch. Man kann ja auch immer wieder was drauflegen, wieder was wegnehmen. Also ich vergleiche so das digitale Malen auch immer gerne mit Ölfarbe. Es hat mehr damit gemeinsam als mit irgendeiner anderen Technik, weil Acryl trocknet auch direkt, da hat man nicht so viel Freude dran, wenn man was ändern möchte. Und von daher, ich habe jetzt einen neuen Trick gelernt letztens. Zeig mal. Ja, hier mit der. Bin sonst immer hingegangen, habe hier die Farben genommen, bin ich dann hier hin und dann wieder hier runter, um den Tonwert hier festzusetzen. Und jetzt weiß ich, ich kann das so machen. Ich hatte jetzt eben hier diesen Orangeton, also Rot-Orangeton. Und ich hätte den gerne allerdings in satterem Rot. Dann kann ich hier die Leertaste gedrückt halten und dann loslassen. Und dann bin ich da und habe den denselben Tonwert wie vorher. Nur eben eine andere Farbe. Das finde ich total cool. Seitdem ich das weiß, mache ich das nur noch so. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Hätte ich nicht so gemacht. Ja, der Tim, den musst du fragen, der kann das. Der, ja, ich weiß, aber wir dürfen dem Tim nicht zu viele Komplimente machen, weil der hat ja eh schon die super geheimen Geheimtipps und die wunderbarsten Tipps, die es gibt. Und und wenn ich sage, ich weiß das nicht, dann weiß er, dass ich das noch nicht angeschaut habe. Du hast gerade vorhin von Ölbildern gesprochen, und ich finde da Unterschied, also du hast auf jeden Fall recht, dass die digitale Kunst sehr ähnlich zu Ölbildern ist oder zur Ölmalerei. Was für mich einfach immer der Knackpunkt ist, ist die Zeit. Weil man einfach einen Schritt zurück digital so wahnsinnig schnell machen kann, und wenn du ein Ölbild einen falschen Schritt machst, dann musst du einfach warten. Ja, stimmt, die Zeit. Man kann natürlich mit Additiven arbeiten, sodass man halt auch manche Sachen ein bisschen schneller trocknen, andere Sachen langsamer. Das geht natürlich alles. Ich denke, die haben halt auch so ihre Workarounds gehabt, genau wie wir heute. Ne? Das ist aber, ich glaube, wenn man jetzt aus der Zeit spricht, die das früher halt auch betroffen hat, also die Künstler, da gab es ja nicht viele Möglichkeiten. Ich denke, die haben auch eine ganze Menge Kniffe gehabt, von denen heute die klassischen, traditionellen Künstler auch nicht so viel wissen. Ne? Und einfach denken, ja, oder man muss es halt auf mühsame Art und Weise rausfinden. Wie haben die das gemacht? Und ich finde, das fängt dann in so einem Selbststudium einfach an, weil man sich selbst die wichtigen Fragen halt stellt und überlegt, Mensch, ja, wie hat er das denn gemacht? Und dann kommt man irgendwann auf den Punkt und sagt, warum hat er das denn überhaupt gemacht? Und das ist für mich die viel, viel spannendere Frage. Warum macht der Künstler dies oder warum hat er dies oder jenes gemacht? Das ist, finde ich, auch sehr spannend, immer herauszufinden. Im Prinzip ist das auch immer, wenn ich dann so ein Bild hier arbeite, wie eine Art Mentoringstunde. Denn diese ganzen Pinselstriche, da weiß man ja auch nicht genau, sind da jetzt schon 10 Schichten drunter oder war das ein Strich und der hat einfach gesessen? Ne? Das finde ich so spannend. Weiß man ja auch nicht immer. Ne? Nee, und ich finde ja auch, das ist das Schöne an der analogen Kunst, dass man so oft man möchte drüber gehen kann, und es ist immer aufregend, aber man weiß auch, wenn es nicht klappt, dann kann man es noch retten. Ja, das stimmt. Und das habe ich halt in der digitalen Kunst gar nicht. Da weiß ich, ich kann zurückgehen und es passiert einfach nichts. Und ich finde da diesen Nervenkitzel eigentlich ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Das ist wohl. Naja, den Fröschen, das muss jetzt erstmal so reichen. Ich habe die Idee übernommen, einfach weil ich gedacht habe, Mensch, das hat so gut ausgesehen irgendwie. Es muss ja kein Markenzeichen werden. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber aus der Kompositionssicht heraus habe ich vorher mit verschiedenen anderen Sachen halt auch gespielt. Eine Sache war halt, dass die noch einen Hut anhaben sollte.
und daneben noch ein Hut gelegen hat und dann irgendwo hier vorne noch einer, so nach dem Motto, wie so eine Modenschau oder sonst was. Aber das ist dann wieder, hat dann nur so einen Meme-Charakter und ist nicht, ja, würdigt die ganze Sache nicht so. Ne? Und dann fängt man halt an, Sachen ins Lächerliche zu ziehen. Das ist halt einfach nicht so die Idee dahinter. So. Aber beim Rauszoomen merkt man dann wieder so manche Sachen, die gehen halt gar nicht. Da muss man dann nochmal ran. Ja. Wenn man den Pinsel auch ausgewählt hat. So. Da finde ich immer den kleinen Preview, den man sich anmachen kann, ganz hilfreich. Ja, den Navigator, ne? Ja, weil ich bin auch so ein 1000% Zoom-Mensch und bin dann so weit drin, dass ich den Überblick verliere. Und da finde ich den Navigator eigentlich immer ganz gut. Den habe ich sonst hier in meinem anderen Bildschirm, da ist der immer drin. Man sieht ihn jetzt halt hier nicht. Ich habe halt, bei dem habe ich halt mehr Farbverbindlichkeit als bei dem Tablet hier. Und deswegen habe ich hier nicht auf dem Bildschirm drauf. Aber tatsächlich, für jetzt hier dann mal so einen anderen Blick drauf zu kriegen, wäre es schon besser. Dann ich hätte es auch gewundert, wenn du das nicht benutzt. Also weil du bist ja mit den Tools ohnehin so ein Stück voraus. Das wäre eine Überraschung gewesen. Gottes Willen, nein. Ich habe mir das auch nur bei anderen Leuten abgeguckt. Also es gibt ja so viele Künstler. Ich gucke sonst sehr viel im amerikanischen Bereich hier, was andere so machen. Darunter zum Beispiel Bobby Chiu. Der hat zum Beispiel noch eine coole Alternative mal gehabt hier zu dem Navigator-Fenster, weil er hat nicht ganz Unrecht. Das Bild ist halt, wenn man es jetzt nicht gerade auf einem 5K-Bildschirm verwendet, manchmal sehr verpixelt, sehr verrauscht. Und um da so einen Workaround zu haben, nimmt er einfach ein Duplikat von seinem Fenster. Das heißt, ja, Moment, wie macht er das? Ansicht, neues Fenster, das war bei Anordnen war das, glaube ich, genau. Neues Fenster für das jeweilige Dokument. Und das macht er dann einfach hier in einem Tab auf. Aber grundsätzlich habe ich dann dadurch ein neues Fenster. Und das ist eigentlich jetzt mein Navigationsfenster. Der Vorteil ist, wenn ich hier was male, habe ich den Bereich ein bisschen rausgezoomt. Und bei der Veränderung hier, ich mache das mal ganz krass, zack, sieht man die Änderung halt dort auch direkt. Mhm. Das ist halt nicht so direkt wie der Navigator, aber dafür pixelfrei. Also wer darauf Wert legt oder jetzt einen Bildschirm hat mit einer kleineren Auflösung, ist die Lösung vielleicht auch ganz anzuraten. Und vor allen Dingen, man hat da nicht immer dann das Riesenbild, aber man kann es halt als komplettes Navigatorfenster verwenden. Das macht Sinn. So, und du pickst jetzt die Farben aus dem bestehenden Bild und hast die jetzt auch für den Frosch verwendet, oder hast du da... Nee, nicht aus dem bestehenden. Ich habe die einfach neu erst generiert. Also da ging es mir jetzt einfach nur darum, dass ich grob jetzt diese Anmutung von dem anderen ungefähr ein bisschen hinbekomme, vielleicht ein bisschen anderer Winkel. Da wollte ich jetzt auch eigentlich gar nicht so viel Zeit drauf verwenden. Das sollte ja nur, ja, wie das immer so ist. Ist ja auch süß, der Frosch, da kann man schon ein bisschen hängen bleiben. Ich mag den halt. Also hat so ein bisschen was von Kermit und ja, irgendwie. Aber dann kam mir halt die Idee, ja, so einer ist ja doch ein bisschen langweilig. Und dann hatte ich überlegt, wie sähe denn das aus, wenn man jetzt da noch so eine kleine Invasion hätte. Also sprich, so ein kleines, eine kleine fliegende Untertasse, wo noch ein kleiner Frosch rauskommt und dann krabbelt noch irgendwo da hinten einer. Das war noch so eine Idee. Und das war dann jetzt tatsächlich auch nur so ein ganz kleiner Sketch. Die sind dann teilweise echt sehr schnell erstellt, aber die reichen schon, finde ich, manchmal, um dann die Idee halt besser rüberzubringen. Und dann kann ich auch anfangen, okay, macht das überhaupt Sinn? Und jetzt auch immer wieder hin und her mit der Komposition zu schauen, ob das halt eben passt. Könnte das funktionieren? Tut jetzt nichts zur Sache, es befindet sich in dem Feld hier. Jetzt sind halt andere Sachen wichtiger. Ne? Ich habe halt jetzt eher so die Form, wo ich sagen würde, Moment, ich habe hier so eine Hutform und hier... ist das jetzt, naja, das ist eine ähnliche Form. Also wenn ich irgendwo Doppelungen habe, dann ist das auch ein schönes Werkzeug für Kompositionen. Wie schon eben gesagt, also es soll jetzt nicht übertrieben sein. Deswegen, wenn ich es anfange, diese Invasionen dann da reinzumalen, da muss man aufpassen. Da ist dann auch so eine sehr dünne Schneide zum Kitsch und zum Übertriebenen. Aber jetzt sind wir auch wiederum in Richtung Lowbrow-Art unterwegs. Das heißt, da darf ich das ja auch sogar wieder. Also es kommt wieder auf den Kontext an und auf den Stil. Das ist halt dabei immer, denke ich, eine Sache, die man im Hinterkopf haben sollte. Genau. Das heißt, wir können zusammenfassen, weil wenn man eine Komposition gut machen möchte, dann sollte man natürlich den Raster im Kopf haben, kann das aber auch über die Formsprache machen und über die Farbgebung vielleicht.
Auf jeden Fall. Also Farben spielen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil ich kann ja damit Sachen hervorheben. Wenn ich was Rotes habe, kann ich ja damit sofort sagen, guck bitte da hin. Deswegen ist ja auch die Geschichte mit dem Frosch, also bei dem Bild mit dem Ohrring hier, so ein Element gewesen, wo ich sage, okay, da möchte ich, dass der Betrachter hinschaut. Und wenn er dann gerade unterwegs ist, dann soll er soll der Blick im Kreis wandern. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, ach ja, das ist ja auch Humbug. Ich habe es aber tatsächlich schon bei vielen Künstlern gesehen. Letztes Mal ist mir das noch aufgefallen hier bei Bildern von Storm Thorgersen. Der hat das sehr häufig verwendet. Der hat zum Beispiel ganz einfache, rudimentäre Sachen wie Diagonalen verwendet oder wie hier ein Herz. Das hier ist tatsächlich nur eine Kreiskomposition. Mehr ist es eigentlich nicht. Internetverbindung instabil. Also falls ich weg sein sollte, dann... Ich hör dich noch gut und sehe dich gut und habe auch okay. Alles mitverfolgt. Ich habe nur eine Warnung bekommen hier. Okay. Ja, oder hier sind einfach nur Striche. Also wenn man die jetzt halt nehmen würde, dann hat man hier tatsächlich nur Striche für die Komposition. Aber es ist auch eine Kreiskomposition. Hier durch... Dadurch, dass die Figur hier ist, bewegt das Auge sich drumherum. Also wenn ich eine Möglichkeit habe, irgendeinen Kreis darzustellen in der Komposition, sollte ich das auf jeden Fall nutzen. Und hierbei, ganz kurz, ich habe dazu auch noch ein anderes Bild, wo ich das mal ganz gerne zeigen wollte. Das hier war ein Bild, da ging es so ein bisschen darum, aus so einem altertümlichen Bildchen hier so ein aus dem dunklen Kristall zu machen, so ein Mystiker. Und da ist ganz klar, also kann man halt nicht verweigern, dass sich da wie so ein Ei, also eine Ellipse nach oben hin entwickelt hat. Ne? Dass ein innere, äußere, sobald sich ein Element dann wiederholt und das Auge sucht ja immer nach solchen Mustern. Ja, und das kann man natürlich ausnutzen als Künstler. Und in dem Fall habe ich dasselbe gemacht wie er, nur eben liegend. Und natürlich mit ein bisschen mehr Magie drumherum, dass es halt ein bisschen zu dem Thema passt. Aber grundsätzlich habe ich alles berücksichtigt, was im vorderen Motiv auch berücksichtigt wurde. Also ich habe da nicht dagegen gearbeitet, das würde ich damit sagen. Das hätte auch anders funktionieren können, mit Sicherheit. Aber das sind Sachen, die habe ich dann schon so im Kopf, wo ich dann sagen kann, okay, Moment, das funktioniert Hochformat. Er hat ja auch ein anderes Format gehabt. Das war ein bisschen, war zwar auch Querformat, aber wieder ein bisschen gedrückt. Ich habe das Bild auseinandergezogen. Und schon habe ich Platz gehabt für diese Ellipsenform. Also das sind Sachen, dann man muss einfach schauen, wie weit kann ich den Bogen spannen, bis ich dann dahin komme, meine Idee dann da reinzubringen. Wenn ich jetzt ein Bild komplett wie bei einer Illustration vom Scratch halt male, dann kann ich die Sachen natürlich direkt in der Kompositionsskizze, das sind meistens nur so Briefmarkenskizzen, kann ich die schon einbringen und schauen, wirkt das? Und das ist für mich immer sehr wichtig, wenn ich in zwei, drei kleinen Skizzen auch für den Kunden schon mal bei Illustrationsaufträgen zeigen kann, so könnte das aussehen in der Größe, dann kann der schon sagen, okay, wenn das im Kleinen schon so gut aussieht, ja, dann wird es im Groß auch funktionieren. Andersrum ist das halt immer das Problem, das sehe ich halt auch bei vielen Anfängern in den Kursen, die also einsteigen, arbeiten in 300 dpi bei A3 Größe, sitzen dann 3 Stunden dran und dann hat man schon eine emotionale Bindung zum Bild. Und dann zu sagen, also eigentlich müsstest du nochmal neu anfangen, sind dann alle irgendwie sehr unzufrieden mit. Und da möchte ich dann auch ehrlich gesagt nicht so drauf eingehen. um das zu vermeiden, habe ich auch mal diese Theorie oder dieses Schema von klein nach groß zu arbeiten. Weil digital erlaubt es ja. Ich kann ja klein arbeiten und später immer mehr Details reinbringen, wenn ich größer arbeite. Aber das ist auch so eine Falle, weißt du, wenn du groß kannst, dann machst du auch groß. Und ja, dann natürlich. Nochmal runter zu scalen, das ist halt schick. Deshalb finde ich es ja, wenn jemand beginnt, finde ich es immer gut, einfach auf Papier zu starten. Mhm. Und vielleicht sogar mit einem richtig so einem dicken Graphitstift oder so, weil man da einfach nicht auskommt. Man muss auf einem kleinen Bereich viel unterbringen. Ja, das stimmt. Aber du sprichst auch das Thema Kill Your Darlings an. Je länger man natürlich Zeit mit einem Werk, mit einer Illustration verbringt, umso schwieriger wird es, das Ganze nochmal über Bord zu werfen. Das ist absolut richtig. Und ja, ich möchte das mit dem, so möchte ich es eigentlich nicht, Kill Your Darlings ist schwierig. Ich glaube, wenn man so eine gesunde Attitüde dazu entwickelt und sagt, ja, ich habe kein Problem damit, meine Sachen über Bord zu werfen. Also ich bin oftmals, deswegen mache ich auch mittlerweile viel, viel weniger Auftragsarbeiten, weil ich bei 90% in einem Bild auch oftmals sage, nö, gefällt mir nicht, dann fange ich nochmal neu an. Mach das mal bei einem Auftragsarbeit, dann sagt der Kunde aber dann auch, nee, ist jetzt nicht so gut.
Und ja, das sind alles so Erfahrungen, die man halt machen muss. Das stimmt natürlich. Erfahrung ist ein guter Punkt und du meinst, hast es ja auch schon gemeint, ein guter Mix zwischen auch vielleicht eigenen Arbeiten und Kundenarbeiten hilft dann auch weiter in beiden Bereichen. Also beim einen weiß man, dass man durchziehen muss und beim anderen weiß man, dass man auch mal neu starten kann und dass es einfach mehrere Optionen gibt, um Dinge zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du kriegst dafür, also im Chat kommt das Thema gut an. Erst haben sich natürlich alle über mich lustig gemacht, weil ich den Nervenkitzel verliere, schon noch ein altes Thema, und haben mir dann Photoshop 1.0 empfohlen. Und jetzt natürlich das Thema mit dem mit Zeit investieren und dann noch mal zurückgehen, dass es schwierig ist, kommt auch an. Und Dani sagt aber, sie löscht auch gerne, obwohl sie schon 30 Stunden daran gesessen hat. Das ist natürlich ein furchtbarer Moment, aber wenn es hilft und wenn die Arbeit besser wird, warum nicht? Ja, das hat was so mit der Selbstentwicklung zu tun. Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine reine Sache ist mit ich glaube, es hat mit viel mit Überwindung zu tun. Und ich glaube, ein großer Faktor dafür ist diese emotionale Bindung, weil man ja einfach gewöhnt ist, auch als Kind, glaube ich, dass man irgendwas gemacht hat und dann gesagt bekommt, oh, das hast du aber toll gemacht und so. Und irgendwie möchte man das auch im Erwachsenenalter doch auch haben. Und das ist... ja, und ich glaube, aus diesen Mustern auszubrechen, weil man gesagt bekommt, das ist schön, nur damit man seine Ruhe hat als Erwachsener oder als Elternteil, ist keine... Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir allen unseren Eltern jetzt die Schuld dafür geben müssen, für diese Misere, aber ich möchte sagen, wir müssen daran arbeiten, unsere Einstellung dazu zu ändern und bereit zu sein, zu sagen, nee, weg damit, ist Müll. Also es kann auch bei dem Bild hier sein, dass ich merke, nee, es klappt überhaupt nicht, es gefällt mir nicht, dann lasse ich es sein, dann bringt es auch nichts. Ne? Aber ich probiere immer sehr gerne Neues aus. Und das war mir jetzt hierbei auch sehr, sehr wichtig, nochmal in einen ganz anderen Bereich zu arbeiten. Und ja. Man kann ja auch immer wieder zurückkehren. Manchmal ist einfach nicht der richtige Moment, um an einem Werk zu arbeiten. Und dann schaut man sich in 2 Monaten wieder an und dann ist es eine ganz andere Perspektive. Ja, auf jeden Fall. Ruth meint gerade, Ruth ist super streng mit sich selber. Sie sagt, ich meine auf keinen Fall etwas zweimal. Man okay. wird es einfach vernichtet. Ja, Ruth, so konsequent ist nicht jeder. Das stimmt, da muss man sehr konsequent sein. Ich muss sagen, ich habe das im Studium allerdings auch gemacht. Ich habe in einer privaten Schule ja Airbrush Design studiert, ein paar wenige wissen das. Das ist tatsächlich ja auch alles traditionell, alles klassische. Ich habe davon aber auch sehr viel mitnehmen können, hier für den digitalen Bereich. Also zumindest mal für die Illustration, weil man dort auch von Graustufen nach Farbe gearbeitet hat. Und dieser selbe Prozess, den kann ich hier digital auch anwenden. Ne? Ich arbeite zwar jetzt auch direkt in Farbe, aber nun gut, ist es auch hierbei einfacher. Und früher war es, oder für mich war es zu dem Zeitpunkt immer so, diese Kartons für diese Bilder, für diese Illustrationen, die waren immer sehr, sehr teuer. Das heißt, da hat immer so ein Board, keine Ahnung, 10, 12 Euro gekostet, in 50 mal 70. Und wir mussten ja dann auch in so groß arbeiten. Und ja, und ich habe mir gesagt, nein, ich werf das Ding nicht weg. Und alle anderen haben immer mit einem Block gearbeitet. Ja, und das ist natürlich super einfach, wenn der kaputt ist, ja, dann nimmst du ein nächstes Blatt. Aber ich glaube oder ich bilde mir ein, dass ich halt auch sehr viel gelernt habe, die Bilder bis zum Schluss durchzuziehen. Und ich habe einiges an Techniken dadurch gelernt, auch auf dem Karton zu schmürgeln und wie lange der das aushält, bis ich was weggeschmürgelt habe, dass ich da wieder anfangen kann. Nur um das Ding nicht wegwerfen zu müssen. Also, aber im Nachhinein überlege ich mir, ob ich mir damit wirklich so einen Gefallen getan habe. Ich weiß es halt nicht. Also zu dem Zeitpunkt fand ich es gut. Heute rückblickend, glaube ich, hätte ich anders vielleicht mehr gelernt. Weiß ich nicht genau. Ich kann es nicht sagen. Aber du wirst es nie wissen und so hast du wenigstens eine Option ausprobiert. Das ist doch schon mal gut. Auf jeden Fall, das ist richtig. Das habe ich gemacht und dieses Wissen nimmt man ja mit. Das ist ja jetzt nicht, dass das einfach irgendwo verborgen bleibt, sondern das hat man selbst ja. Das bleibt ja auch vor allen Dingen. Du hast jetzt schon eine wunderbare Maske. Ja, ich habe dich schon vorbereitet, sorry. Weißt du, ich habe ja gesagt, heute wird nicht gequatscht, heute wird nur gezeichnet und jetzt quatschen wir tatsächlich schon wieder. Ja. Wie bist du denn auf die Maske gekommen? Ist das eine Inspiration? Ist das auch ein Motiv, das man kennt von alten Werken? Oder wo kommt die Maske her? Ja, gute Frage. Also ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, also es ist hier inspiriert definitiv von Ray Caesar. Der hat hier das in dem Bild, aber der hat das auch in anderen Bildern. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Tatsächlich habe ich mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht zu ergründen, warum er das jetzt so hat. Aber
ich nehme es so ein bisschen als Persiflage auf diese ganzen Superhelden-Geschichten. Und das trifft ja auch wieder meine Kerbe, weil ich ja auch ganz gerne Popkultur aufgreife. Und ich sehe das auch tatsächlich so ein bisschen an eine Hommage an Batman und all die Superhelden, die jetzt, sage ich mal, ja, durch diese Masken eigentlich ein gewisses Ansehen gewonnen haben und darunter halt völlig normal sind, normales Leben führen. Diese zwei, dieses gesellschaftlich Gespaltene, also diese zwei Gesellschaftsgesichter, die man so hat, das symbolisiert das Ganze für mich jetzt. Ich messe der Sache allerdings jetzt nicht so viel Bedeutung zu, weil das für mich jetzt tatsächlich eher so eine Kompositionsgeschichte war, aus der ich ein bisschen was lernen wollte. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ja, Batman. Das war auch Thoralfs Antwort, er hat sofort Batwoman rausgehauen. Ja, oder Batwoman in dem Fall, genau. Ja, und Ruth spricht einen guten Punkt an. Das war Gedankenübertragung. Und zwar sagt sie, dass die Dame von vorher, das Fräulein, sieht jetzt sehr kindlich aus und das Motiv hat sich eigentlich durch die Maske total verändert. Mhm. Ja, das stimmt. Das war auch Absicht. Also, weil es ist halt mit dem Motiv, wie es vorher war, das ist gerade bei der Geschichte mit der Lowbrow-Art ist es so, die greifen halt sehr gerne halt solche ja, kindliche Figuren halt auf. Ne? Das ist teilweise ein bisschen kontrovers, aber tatsächlich hat sich das auch so durchgesetzt mit diesen riesen Augen und das ist irgendwie ein Bild, also ein Ästhetikbild, was da sich durchgesetzt hat. Genauso wie es in anderen Bereichen mit Manga, sage ich mal, Standard ist. Also du kannst keinen Manga malen ohne große Augen. Außer bei Männern, die haben ein bisschen kleinere Augen. Also das muss man halt berücksichtigen, ist ein Stilmittel. Und hierbei finde ich das aber auch, glaube ich, einen sehr notwendigen Twist, um das Bild auch ein bisschen in das, ja, in unser Jahrhundert hereinzuholen. Weil sonst wird dieser Kontrast zwischen, was haben wir hier, 1831 zu 2021 nicht richtig frappierend. Also die Maske macht halt dahingehend schon viel, aber ich glaube, es sind auch die Augen. Deswegen habe ich hier im Vorfeld schon ein bisschen dran gearbeitet. Das sind so Prozesse, mit denen ich sonst arbeite. Das ist nicht mit einem verflüssigen Filter. Ich weiß, das könnte man machen, aber ich habe halt, auch wenn ich Karikaturen erstellt habe, ich bin immer hingegangen, ich habe jedes Mal hier Command-C, Command-V, Command-T und bin dann hier in das Menü rein, um die Sachen zu vergrößern, verändern. Und habe die Sachen angepasst und bin dann an das nächste gegangen und mit Command-Shift-V kann ich es auf einer neuen Ebene wieder einfügen. Also das ist der Vorteil. Das heißt, ich brauche mich gar nicht drum zu kümmern, wo ist die eine Ebene, wo ist die andere Ebene. Ich brauche mich einfach nur noch um den Prozess zu kümmern. Und damit ist das für mich im Prinzip genauso flexibel wie jetzt mit dem verflüssigen Tool. Ich kann hier aber auch jetzt auch eine ganze Zeit lang dran verbringen und das Ganze, ups, naja, der Abstand macht halt noch ein bisschen was. Ja, irgendwie will der mich hier ärgern. Immer mit der Ruhe, das wird, ich gebe dir ein kurzes Zeitupdate. Wir haben jetzt noch gut 40 Minuten. Oh ja, okay. Das heißt, soll ich mal anfangen zu malen? Also für mich hast du schon angefangen. Ich hoffe, das war kein Missverständnis. Aber ja, das war der Deal heute. Heute müssen wir malen und ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Ja, das ist okay. Wie gesagt, ich wollte das fertige Bild dann nachher auch noch hochladen bzw. mit verlinken, wenn es dann mal fertig wird, dass man einfach auch so mal sieht, ah, okay, so hat das angefangen, das hat er gemacht und dann hat man auch so nochmal einen Bezug dazu, je nachdem. Also vielleicht, ich lade es dann auf jeden Fall auch beim Behance hoch mit dem Link zum Video, dann hat man so den Zusammenhang. Das war jetzt so die Idee dabei. Was ich jetzt halt zeigen wollte hier, wer macht das heute nicht? Hast du das schon alles vorbereitet jetzt mit dem Gesicht? Ja, einfach, weil ich nicht genau wusste, wie lange das dauert. Also ich meine, das ist auch mal so ein bisschen tagesformabhängig und ich malen und gleichzeitig reden ist schwierig. Also du siehst es ja, ich fange dann immer sofort an, irgendeinen Thema auszuholen und das klappt dann einfach nicht. Ich wollte aber halt eben an den wichtigen Stellen hier zeigen, was ich denn gemacht habe und vor allen Dingen warum, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann.
hier war es mir halt wichtig aus diesem, die haben damals halt, das war auch so ein Ästhetikthema, die haben hier diese leichten, diese weiblichen Sachen, was wir heute vielleicht als dann Plus-Size-Model bezeichnen würden, das war damals ein Schönheitsideal. So, und das kann ich halt letzten Endes, nicht, dass ich das nicht wollte, sondern für die Aussage, die ich treffen möchte, passt es halt einfach nicht. Und dann habe ich halt die Transformation so gewählt, dass es nachher eher in Richtung Manga-esque beziehungsweise in diese Low-Pro-Geschichte reinpasst. Und dafür musste ich halt eben das Kinn spitzer machen. Theoretisch müsste die Nase noch ein bisschen kleiner. Dadurch werden automatisch die Augen größer. So viel größer sind sie jetzt eigentlich gar nicht im Vergleich. Ein bisschen, so 10% ungefähr. Aber ich habe extra nochmal nachfragen müssen, weil als wir die Maske gesehen haben, war natürlich der Schritt verloren zwischen, was da alles passiert ist. Ja. Und ich war mir nicht mehr sicher, war das jetzt das alte Bild, wo einfach eine Maske drüber liegt oder hat sich da mehr getan? Ja, das stimmt. Also ein wichtiger Schritt nachher auch noch ist, das hier jetzt auch so hinzubekommen, dass es dem alten Stil halt ähnlich wird. Denn das ist jetzt auch noch nicht so ganz einfach. Ich habe ja hier diese Krakelüre, da ist es recht einfach. Aber in anderen Bereichen, wo hier diese Pinselstriche halt sind, da muss ich halt auch wirklich gucken, dass ich einen Pinselstrich hinbekomme, der das Ganze so ein bisschen rüber bringt, dass ich hier auch den Look halt habe. Mit dem geht es zum Beispiel schon mal nicht. Ja, da könnten wir schon fast mitarbeiten. Beziehungsweise, das ist immer sehr viel ausprobieren, bis ich dann so einen Pinsel habe, wo ich sagen kann, jawohl, da vielleicht nur eine andere Struktur. Also, dass man so eine Vorstellung davon hat, wie so der Ablauf halt eben ist. Und das ist manchmal dann auch ein bisschen aufwendiger. Und es wird auch nie, also ich weiß auch, was diese Umsetzung angeht, auch nie 100% schaffen. Deswegen, wer genau drauf achtet und das in, weiß ich nicht, riesig groß sich anschaut, der wird die Unterschiede auch sehen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich kann das auch nicht emulieren, was jemand klassisch 2D aufgetragen hat auf eine Leinwand. Aber ich wollte noch was ganz anderes Wichtiges zeigen, also viel wichtiger als das hier, nämlich die Proportionsgeschichte hier. Auch mit der, also auch wenn ich dahin Gefahr laufe, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Und jetzt oute ich mich halt total, denn ich habe mir halt auch zu den Anfängen einen Teil gekauft. Ja, ich war halt so begeistert davon. Und das nennt sich Pika-Lipper. Das ist halt ein Werkzeug für, ja, bei dem man halt die den goldenen Schnitt mehr oder weniger nachmessen kann. Die klassischen Meister haben diese Teile auch verwendet, allerdings in einem Format, was dann eher so, ich glaube, da hat dann das Teil, was man jetzt hier sieht, ungefähr die Länge von einem Meter. Und damit haben die ja auch wirklich ihre riesen Leinwände dann so abgesteckt. Ich wollte aber halt nur mal zeigen, dass es halt nicht nur Theorie ist, denn wenn ich mit so einem Bild arbeite, dann hat das tatsächlich auch Hand und Fuß. Also in dem Fall drei Krallen. Also wer, die Frage ist natürlich, ob das Sinn macht, ob das, wenn man jetzt mit der Geschichte gar nichts anfangen kann, dann kann man es trotzdem auch für Proportionen verwenden. Ich kann zum Beispiel auch Sachen mir hier anschauen, was ich sonst mit dem Bleistift machen würde, wenn ich eine Studie mache, dann kann ich mir hier den Abstand nehmen und kann hier aufs Tablet bringen damit. Also man kann es auch einfach als Maßstab nehmen. Aber interessant finde ich, ich kann es jetzt auch schlecht zeigen, weil das hier auf dem Tablet liegt, aber ich habe halt Fotos gemacht davon, um euch das mal zu zeigen. Na, also dieser goldene Schnittmessschieber, da ist immer dieses eine und das andere im gleichen Verhältnis. Und die haben das halt bei dem, der Dekorot hatte das hier wirklich in so vielen Bereichen des Bildes verwendet. Ich hatte dann auch anfangs so eine Vermutung, dass der das so verwendet hat. Mhm. Aber dass es an so vielen Stellen drin ist, wie hier, das war mir dann doch ein bisschen suspekt. Moment, ich muss das mal gerade hier aufklappen. Ja, da kann man dann auch nicht mehr von Zufall sprechen eigentlich. Nee, an so vielen Stellen, wie jetzt auch hierbei, der Hut, das hätte ich überhaupt nicht vermutet. Und dann ist hier noch diese Geschichte. Warum ist dieser Gürtel genau an der Stelle? Das war halt eine Frage, die kam auf, warum muss der Gürtel da sein? Das ist jetzt vielleicht Mode gewesen, aber wenn man sieht, der komplette Mantel, also der ist jetzt hier im Moment, der ist natürlich jetzt ganz toll verdeckt hier durch Frosch und jetzt sieht man es besser, Entschuldigung, das war mein Fehler. Aber jetzt macht das Ganze Sinn. Also es ist auch hier noch quasi in einer halben Ellipse mit drin und der Gürtel ist genau im goldenen Schnitt. Das ist total verrückt. Das zeigt aber auch, wie die gearbeitet haben. Die haben nicht statisch dieses Gitter da drauf gelegt, sondern der hat gesagt, nein, der Schirm, der schwarze Teil im Verhältnis zum weißen Teil muss im goldenen Schnitt sein. Warum? Keine Ahnung. Das war damals eben so in Mode. Und ich finde das spannend, das heute herauszufinden.
Ob es mir was bringt, weiß ich nicht. Ich würde es auch nicht so umsetzen jetzt. Aber das herauszufinden, fand ich es einfach interessant und erwähnenswert an der Stelle. Es ist super beeindruckend und also ich bin jetzt ein bisschen weniger von meinem Zufallsprinzip abgerückt. Thoralf, ich weiß nicht, was du im Chat sagst, aber es kann doch kein Zufall sein, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also krass. Ruth meint auch, sie liebt so Werkzeuge und sie hat auch noch Blendkreisschablonen, also Blendenkreisschablonen, die sie wohl verwendet oder wenigstens als kleines Deko-Element hat. Und Andrea muss leider schon weg. Ja, du verpasst gerade das Spannendste von dem ganzen Stream wahrscheinlich, weil das war wirklich beeindruckend. Aber die Aufzeichnung ist ja noch später da. Das heißt, jeder kann sich das gerne auch noch in Ruhe nochmal ansehen. Ich finde, das ist es auf jeden Fall wert. Und die Links, wie schon gesagt, kommen für euch in den Discord-Channel. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ansonsten einfach nochmal Replay klicken, nochmal durchsehen und einfach selber mitschreiben. Ja, und wie gesagt, beim Discord lädt man ja die ganzen Sachen auch noch mit rein, was ich hier an Dings so hatte. Vielleicht auch die Sachen, wo wir jetzt noch nicht dazu kamen. Und hier, das ist auch nur so ein Beispiel, das war auch irgendwo in meinem Bildchen hier drin, was ich mir rausgesucht hatte. Ja, gerade das ist dann wieder was so, was dann halt ein bisschen die Kontroverse halt auslöst. Ne? So ein schönes Bild und dann kommen da diese Käferchen dahergekrabbelt. Ne? Muss das denn sein? Ich finde, Anecken schadet an manchen Teilen ja auch nicht. Ich mag das auch, wenn die Sachen so klein sind und dann nicht unbedingt störend sind. Aber an der Stelle auch nur der Hinweis, also die Arbeitsweise bei mir ist bei jedem Objekt, was ich male, auch immer gleich. Also das heißt, ich habe immer nur 3 Tonwerte. Dabei ist meistens die grobe Skizze, wenn ich jetzt nicht in Schwarz-Weiß arbeite, ist es der dunkelste Wert, mit dem ich ungefähr arbeite. Und später kommt, also nur für die Form, das ist meistens dann die Silhouette, mit der ich ein bisschen die Form festlege und versuche, ob man sagen kann, okay, kann man vielleicht erkennen oder nicht. Und später kommt dann etwas hellerer Ton dazu, den kann ich mir auch hier rausnehmen, einfach ein bisschen heller drüberlegen. Meistens ist es auch so eine durch eine kleine Abgrenzung schon viel Arbeit gespart. Und dann später kommt noch ein Highlight dazu. Entweder in demselben Farbradius oder eventuell auch ein ganz anderer Akzent. Also das reicht in den meisten Fällen schon für eine grobe Darstellung. Ich finde gut, dass du das jetzt mal so in einer groben Darstellung und ganz vereinfacht gezeigt hast. Weil ich meistens mit einem Mittelton anfange und dann natürlich die Highlights und die Schatten setzen muss. Und das macht alles so ein Stück komplizierter und im Nachhinein denke ich mir immer so, meine Güte, jetzt habe ich es schon wieder falsch rum gemacht, aber natürlich sollte man mit dem Dunkelsten anfangen. Ich würde nicht sagen, dass das falsch ist. Ich habe auch gelernt jetzt über die Zeit, in der ich auch als Dozent tätig bin, dass es einfach zwei verschiedene Arten, und es gibt bestimmt mehr, also ich vereinfache es jetzt nur mal, es gibt bestimmt mehr als 2 Arten von Künstlern, Kreativen. Ich zähle mich, ich sage mal so, ich habe jetzt diese Transformation durchlaufen. Ich bin früher mehr der Bleistiftzeichner gewesen, der Linienzeichner. Habe aber auch in der Zeit auf dem Bleistiftbild gut 30, 40 Stunden verbringen können, bis ich dann an dem Punkt war, dass ich sagen konnte, ja, jetzt ist schön. Und bin dann später gewechselt zum Formen malen. Und Formen, habe ich festgestellt, tun mir gut, weil ich damit sehr schnell mit einer Silhouette einfach das darstellen kann, was ich halt möchte. Also oftmals arbeite ich dann sogar nur in Schwarz, wenn es hier um so einen Käfer geht, der dann halt davon profitiert, dass man einfach nur diese Form erkennt, dann habe ich relativ schnell in kurzer Zeit ein Ergebnis. Dann noch die Sachen draufzusetzen, die dann noch fehlen, das ist gar kein Problem. Aber erstmal die Silhouette hinzubekommen. Und oftmals ist es so, dass ich schneller dran bin, wenn ich 2-3 Mal eine Silhouette probiere, bis sie dann stimmt. Und dann ist es okay. Aber wenn ich halt mit dem mittleren Ton, wenn du mit dem mittleren Ton anfängst, kannst du genauso gut sagen, weißt du was, den färbst du einfach später um. Einfach das Lasso drum und machst ihn dann mit der Farbtonsättigung ein bisschen heller. In dunkler in dem Fall. Ich würde ihn jetzt heller machen, aber und kannst dann von da aus auch arbeiten. Das ist im Grunde egal, wie du es machst, ob du dann später hingehst, die Highlights reinsetzt und mit einem anderen, beziehungsweise wenn du weiß und schwarz hier hast, kannst du auch mit X auch wechseln. Dann wechselst du zwischen hell und dunkel. Also ich kenne viele, die das auch so machen. Und ich versuche mal, wenn jemand direkt mit mir zusammenarbeitet, herauszufinden,
bist du eher der Linienzeichner oder bist du eher der Formenzeichner? Und dann versuchen wir darauf hin zu arbeiten, weil das macht ja jetzt auch dann mehr Sinn, nicht dagegen die Natur zu arbeiten, würde ich sagen. Das ist ein, ich gehe gerade so die letzten Prozesse, die ich durchlaufen habe, durch und merke, dass ich da auf jeden Fall immer unentschlossen bin und da könnte ich auf jeden Fall ja, ein bisschen mehr Routine reinbringen, allein bei dem Gedanken Linien oder Formen. Also da, ja, mir eröffnet sich gerade eine neue Welt. Ich kenne dazu, ich kann dazu auf jeden Fall ein Buch empfehlen, und zwar ist das von dem Bammes, also ich weiß gar nicht, wie der Gottfried Bammes, kann das sein? Bammes ist der Name von dem Künstler, der ist auch so 1900 irgendwas, hat der einen riesen Schinken rausgebracht. Ich habe das irgendwo bestimmt hier rumfliegen. Es gibt sogar sehr günstig bei Bösner. Ich glaube, die haben das mal im Angebot gehabt für 20 Euro. Und das sind nur Aktstudiensachen drin. Und das ist so faszinierend, was der mit einfach nur Strichen, Formen, Quadern hinbekommt. Man kann die Figur erkennen. Das ist also, wenn man dann weiß, okay, ich möchte mehr Richtung Formen gehen, macht es definitiv Sinn, in der Richtung zu studieren und dann auch Aktskizzen dann in der Richtung zu machen oder Stillleben, was man so üben möchte, eher mit Formen anzufangen. In Photoshop hat es auch den Riesenvorteil, man hat direkt eine Schnittmaske. Das heißt, wenn ich direkt deckend 100% mit Schwarz anfange, kann ich mit der Command-Taste gedrückt, kann ich ja mein Objekt als Schnellauswahl markieren. In dem Fall in die Miniatur reinklicken und die Command-Taste und schon habe ich eine Maske. Das macht das Arbeiten, gerade wenn ich jetzt hier nochmal mit verschiedenen Effekten dran gehen möchte, wesentlich einfacher, weil ich dann nicht so leicht über den Rand drüber male. Also das ist ein Grund, warum ich jetzt die Formen mehr mag oder warum sich bei mir dieser Wechsel vollzogen hat, weil sonst so im Herzen bin ich immer noch der Bleistiftzeichner. Aber auch da hat sich jetzt die Grenze aufgehoben, weil der Stift ja vom Tablet sowieso immer auf dem Bild aufsetzt. Ja, also das heißt, es fühlt sich an wie Bleistift, aber was rauskommt, sieht ganz anders aus. Das liebe ich so daran. Das auf jeden Fall, ja. Da sprichst du einen guten Punkt an. Es fühlt sich so an, es kommt aber was anderes raus. Ja, besser hätte ich es nicht beschreiben können. Tim sagt gerade im Chat noch so, da kommen noch die Mischpinsel dazu und dann geht es richtig ab. Tim, wenn du mal Zeit hast, vielleicht können wir den kurzen Buchtipp in den Chat posten. Finde ich nämlich wirklich spannend und dann klappt das auch. Dann kann sich Helmut gleich noch einen weiteren Tab aufmachen. Der hat nämlich vorhin gerade schon ganz viele und hat noch einiges nachzulesen. Welches Buch, um was ging es denn da jetzt noch genau? Du hast gerade das Buch vorgeschlagen von Gottfried Bammes. Genau. Alles klar, okay. Gut. So, was hat er denn hier gemacht? Ja, muss wieder degradieren. Okay, also was ich hier gerade eben noch gemacht habe, das war auch ein bisschen vorbereitet. Ich hatte eigentlich jetzt nur angefangen, den Schirm wegzumachen, weil ich möchte den gerne einfach dahinter haben. Warum? Weil diese Fläche so ungenutzt und leer ist. Und ich hatte vorher ja schon gesagt, ich hatte eigentlich eine Idee gehabt, eher einen Hut einfach anzuziehen, was aber keinen Sinn macht, wenn ja da schon ein Hut liegt. Also storymäßig hat das nicht geklappt. Aber wie bei dem Ausgangsbild hier hinzugehen und dann diese Geschichte aufzugreifen mit Schirmen, spricht ja nichts dagegen. Und in dem Zusammenhang muss ich halt ein bisschen hier wegretuschieren, was da zu sehen ist. Zum Thema Mischpinsel, ja, da bin ich leider auch noch nicht so weit. Ich habe mir schon ein paar erstellt, also ich bin tatsächlich schon mit da dran. Und ich habe auch in einem letzten Bild erst ein bisschen, war ich mutiger und habe tatsächlich ein bisschen mehr gelernt, damit zu arbeiten. Allerdings bin ich noch nicht so 100% damit konform, einfach weil er doch so ein bisschen Eigenleben hat. Vielleicht habt ihr noch so ein paar Tipps für mich. Mir sind auch hier die Menüs irgendwie sehr verrutscht, also ich muss mal ganz genau drauf drücken, dass ich hier die Ebenen alle. Irgendwie macht er das nicht hier. Ich muss mal gucken, ob ich das hier reinbaue. Ah, da sind meine Ebenen. Ja, weil man kann da super Sachen mitmachen, wenn man das mal raus hat. Gerade wenn ich jetzt weiß, ich habe hier so ein bisschen die Textur von dem Mantel oder ein bisschen der Krakelüre oder so mit drin, dann zieht dir das schon weiter, auf jeden Fall. Da kann ich wesentlich mehr machen als mit dem normalen Pinsel. Ich lerne ja auch immer mit dazu. Also wenn es um solche Sachen geht, ist das eine sehr, sehr spannende Sache. Also ich muss sagen, ich mag die Mischpinsel am iPad wahnsinnig gern, aber wie du sagst, das Eigenleben, da bin ich manchmal auch so ein bisschen, glaube ich, zu ungeduldig. Denn
Ich habe jetzt ganz gute Settings für mich rausgefunden. Ich weiß natürlich nicht, ob man das beim, wie heißt das, auch mal Fresco oder jetzt auch beim Photoshop auf dem iPad genauso umsetzen kann. Ich habe mir die mal von Craig Mullins ein bisschen rausgesucht und wenn ich das richtig gesehen habe, hat der im Prinzip Fluss auf 1%, Auftrag 1%, alles andere 0. Und das hat für mich den Effekt, dass ich wirklich, also ich habe dann gefühlt, habe ich wesentlich mehr Kontrolle. Siehst du, der nimmt ein bisschen hiervon auf am Anfang, lässt hinten nach. Also das ist schon, das geht schon sehr in die Richtung, was ich mir wünsche, wie das aussehen sollte. Dann die Dynamik, wenn ich ganz leicht drauf drücke, kann ich hier sogar richtig schöne Strukturen reinmachen. Also damit kriege ich nachher dann auf jeden Fall auch hier diese Haptik hin, dass es aussieht, als wäre das Originalgemälde. Das ist total faszinierend. Aber man muss sich echt mit den Reglern auseinandersetzen. Die Mischpinsel, die sind so mächtig. Und da habe ich auch noch eine ganze Menge zu lernen, weil ich mich damit die letzten Jahre noch gar nicht so auseinandergesetzt habe, zu meiner Schande. Aber ich habe ja auch erst kürzlich hier über die Multicolor-Eyedropper gelernt und werde auch das künftig noch einbauen in mein Repertoire. Ja, da bin ich schon gespannt. Es gibt ja, das ist ja das Wunderbare an den ganzen Tools, also man kommt immer wieder, man entdeckt was Neues und kommt immer wieder auf neue Dinge drauf und schaut sich die dann an und interpretiert die ja dann selber auch neu. Ja, absolut. Und dann entsteht so ein wahnsinnig großes Feld an Inspiration, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll oder wo es hingehen soll. Das ist was, das mich manchmal total überfordert. Ich finde deswegen halt so wichtig, dass so ein Projekt, wo man was lernen möchte, einfach auch Spaß macht. Also das war der Punkt, warum ich halt gesagt habe, nee, ich kann mich mit dem Gedanken, jetzt sage ich mal eine Meisterstudie zu machen, die dann nachher wirklich 40, 50 Stunden dauert und das Ergebnis letzten Endes aber noch nicht mal mein eigenes Werk ist, sondern immer nur noch eine Kopie von, und das kann ja auch nur eine mittelmäßige Kopie werden von jemand anderem, das kann es irgendwo nicht sein, das macht auch keinen Spaß. Und dass man dann einfach für sich selber, das sind ja auch alles, das hat ja auch bei mir immer nur angefangen jetzt mit Nebenprojekten, das sind alles, ich denke mal, das ist so wichtig daran an Side-Projects, die muss man sich erarbeiten. Denn ich habe mal einen interessanten Artikel gelesen von einem Forscher, der hat gesagt, das, was wir in den Abendstunden tun, zwischen, 7 Uhr und 11 Uhr tun, bestimmt unsere Zukunft. Also wenn das Fernsehen ist, dann kann man sich halt ausdenken, wie das aussieht. Ja, ich glaube, ganz so krass hat das nicht gemeint, aber wenn man jetzt so irgendwelche Ziele hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Funken Wahrheit dran ist. Auf jeden Fall. Ich habe gerade an meine Abendbeschäftigung gedacht und ich hoffe nicht, dass das meine Zukunft ist. Okay. Ist aber vielleicht auch einfach die falsche Netflix-Folge, die ich mir gerade, oder Serie, die ich mir angeschaut habe. Aber ja, du hast natürlich total recht. Wenn man sich ein Side-Project schafft, dann muss man sich auch Zeit dafür nehmen. Und es gibt ja ganz oft die Beschwerde, dass neben der Arbeit zu wenig Zeit ist oder dass man eigentlich am Abend dann keine Motivation hat. Und muss man einfach, ich sage das immer so einfach, aber ich glaube, man muss dann auch 1, 2, 3 Mal durchhalten und dann muss es wehtun und dann hat man auch so eine gewisse Routine und dann hat man ein kleines Erfolgserlebnis und dann geht man dann auch viel leichter und schneller ran. Auf jeden Fall. Das ist, wenn das Erfolgserlebnis mal da ist oder einmal da war, dann weißt du ja auch, okay, das ist halt eben, ich meine, heute ist das ja wesentlich einfacher denn je. Ich kann mir vorstellen, dass es für Künstler hier zu der Zeit 1800 sonst irgendwas mit Sicherheit nicht einfach war und auch mit Sicherheit nicht die Zeit da war, um sich mit solchen Projekten dann noch auseinanderzusetzen. Weil natürlich Leute wie Leonardo da Vinci, die haben das natürlich dann auch gemacht und haben jede Gelegenheit genutzt, was Neues auszuprobieren. Also ich denke, das hat auch sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun, ob man einfach so ein Typ ist oder nicht. Und ich würde das auch selbst nicht erzwingen wollen. Wenn es nicht meine Natur ist, warum? Da habe ich persönlich ja auch nichts davon. Bei mir hat es sich halt einfach so ergeben, ich habe halt einfach mal was ausprobiert und festgestellt, dass ich damit zwar anecke, aber positiv anecke und für mich war auch immer das Lernen stand immer im Vordergrund, also egal was jetzt bei rauskommt, Lernen tut man ja immer bei sowas und wenn man sich darauf fokussiert, ich glaube, dann hat man auch weniger das Problem, dass man eventuell Angst hat vor einer Reaktion von anderen, weil das in dem Fall ja gar nicht wichtig ist. Wichtig ist, dass ich was gemacht habe, dass ich näher sagen kann, okay, das war das, jetzt kommt das Nächste. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall.
Eigentlich könnten wir jetzt auch Schluss machen, weil das ist der perfekte Schlusssatz. Wir haben natürlich noch, wir haben noch circa 20 Minuten, also gar keinen Stress. Aber ich finde, du sprichst einen wahnsinnig guten Punkt an und würde dir da auch total zustimmen. Der Spagat ist halt einfach so riesengroß zwischen, was erwartet eine Gesellschaft von einem, was erwartet man von sich selber, was ja den größten Druck erzeugt. Und irgendwo dazwischen drin sollte man dann noch kreativ sein. Und das ist halt der Punkt, wo es ganz oft nicht funktioniert, da man sich auch zu viel Druck macht. Ja, das stimmt. Ja, und wenn der Druck anfängt, das ist ein, ja, es gibt ja auch Leute, die reagieren halt auch gut auf positiven Stress, ne? Dann kann das ja auch Wunder bewirken. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mit Deadlines nicht so gut umgehen. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, es gibt gesundheitliche Probleme. Also wenn ich von außen irgendwie Stress bekomme. Und wenn dann halt zu viel auf einmal kommt, ich will jetzt nicht von Burnout sprechen, nee, ganz anders, aber es sind halt einfach Faktoren, wo der Körper einfach sagt, nö, geht gar nicht mehr jetzt, ne? Und dann merkst du halt, oh, ich muss das und das und das. Oh, das sind ja tatsächlich nur externe Faktoren, das sind ja gar nicht. Also ich habe für mich festgestellt, wenn irgendwas von mir selbst kommt, ist es positiver Stress. Wenn ich dann zum Beispiel auf eine Messe hinarbeiten muss oder jetzt auf so einen Stream, dann weiß ich, oh, das ist positiver Stress, den habe ich mir selbst zuzuschreiben. Und wenn es dann aber auch soweit ist, habe ich auch, dann geht es mir auch gut. Und ich denke, darauf sollte man auch achten. Gerade in der heutigen Zeit ist Gesundheit dann doch sehr, sehr wichtig. Und wenn das ein Faktor ist, ich meine, wenn man jung ist, kann man viel ausprobieren, viel machen. Aber irgendwann, ja, wird man das ein oder andere Problemchen haben und dann muss man Entscheidungen treffen. Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, der einen oder anderen Form. Es lässt sich nicht vermeiden, aber es ist halt eins der, ich glaube, es ist eines der schwierigsten Dinge, die man tun kann. Oder die, ja, absolut, die schwierigste Entscheidung, die man treffen kann. Oder sich einzugestehen, dass Dinge einfach nicht immer so laufen, wie man die in so einer Rainbow Vision sich vorstellt, sondern dass man halt einfach mal einen Schritt kürzer treten sollte, kann oder darf, vielleicht sogar. Ja, darf, das wird ja schon wieder so anders, wenn das von jemand anderem gesteuert wird. Dabei, ja, ist natürlich auch so, und gerade im Bereich Illustration, Grafikdesign, Business, ist man ja sehr von Kunden abhängig. Und da denke ich mir schon, ich denke, man muss sich so gewisse Freiheiten erarbeiten. Und das ist, ich glaube, man tut sich, glaube ich, sehr schwer, oder man stellt sich sehr, sehr viel schwerer daran, als es denn eigentlich wäre. Wobei das aber absolut nicht einfach ist. Also für einen Außenstehenden ist das teilweise gar nicht nachvollziehbar, was da für ein Druck dahinter steckt, wenn ich denn für einen Kunden habe und ich habe Deadlines. Und ich habe ja nicht nur einen, sondern ich habe hier 5 Kunden und der kommt morgen dran, der hat dann einen Call, dann haben wir da ein Meeting, da ist eine Präsentation da und da. Und wenn du das halt eben hast, dann musst du dir auch überlegen, ja, wem sage ich denn jetzt gerade, dass es eben nicht mehr geht? Und aus welchem Grund fange ich denn an zu sortieren, der bezahlt mir am meisten? Oder ist es der macht mich am meisten krank? Oder was ist das denn jetzt? Ja, das ist schwer. Also nee, das muss man für sich selbst, glaube ich, rausfinden. Und das kann man auch nicht pauschalisieren, würde ich jetzt so sagen. Das stimmt, aber diese Self-Awareness und diese Eigeneinschätzung und diese Selbstreflexion ist auch was, das... dass man mit Erfahrung lernen muss. Und Ruth sagt, Zeitdruck ist bei ihr auch der größte Fehlerquotient. Also das vermeidet sie so gut es geht. Aber ja, wenn man erstmal Stress hat und ja, wenn es mal bergab geht im Zeitdruck, dann kommt man da schwer wieder raus. Sorry, wir hatten gerade so einen Hänger gehabt. Ich habe es gemerkt. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Lass uns nochmal von vorne starten. Nein, nein, war alles gut. Ich habe jetzt nur dich gerade nicht mehr gehört, deswegen habe ich auch gar nichts gesagt. Okay, dann... haben wir wieder aufgeholt und sind wieder, haben unsere Zeiten wieder aneinander angepasst. Wir sind synchronisiert, sozusagen. Ja, hört sich an wie in einem verrückten... Ich habe bestimmt wieder eine Auswahl irgendwo. Nee, auch nicht. Irgendwas passiert hier gerade. Sehr seltsam. Oh, da geht's aber. Selbstübertölpelung. Ja, ich habe das Dokument jetzt länger nicht aufgehabt und dann gehe ich teilweise die Ebenen suchen. Und auch eine Sache, die halt, glaube ich, auch sehr wichtig ist, habe ich jetzt auch öfter mal selber, also ich gebe das auch mal ganz gerne selber Studenten, Schülern, Interessenten, die fragen, so als Tipp, ja, wie wir ja zum Beispiel, meine Sachen sehen noch nicht so fertig aus oder so. Und da fand ich halt interessant, so als Tipp,
einfach mal die Pinselarbeit aufzuräumen. Also im Englischen klingt das ein bisschen besser, ne? Brushwork, Cleanup. Und da findet man tatsächlich auch ein paar gute Videos zu dem Thema. Und im Prinzip mache ich jetzt hier auch nicht viel anders. Ich habe halt, wenn ich eine Konzeptskizze hinlege, dann muss ich nachher dann hin, weil die Sachen dann teilweise mit einer Pinselstärke gemacht sind, die aber eigentlich gar nicht dafür geeignet ist. Wie jetzt halt auch hier mit dem Schirm. Dann muss ich später hingehen, die Sachen rausradieren oder transformieren oder was auch immer. Aber das ist halt auch ein, ich finde, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, die Pinselarbeit aufzuräumen hinterher. Ja, weil gerade konzeptuell, man legt drauf, deswegen geht es ja so schnell. Und später hat man dann das Problem, ja, sieht alles andere als ordentlich aus. Und jetzt muss ich hier durchgehen und das alles nachgehen. Wenn man das halt nicht möchte, ich meine, dann steckt man im Vorfeld vielleicht mehr Arbeit rein, hat man wieder das Problem der emotionalen Bindung. Also ich bin immer gerne, deswegen mache ich auch sowas gerne, wenn ich sagen kann, okay, das Konzept steht, ich bin damit einigermaßen zufrieden, ist es nicht perfekt, aber man kann ja daran arbeiten. Und das gehört jetzt für mich auch mit dazu, also die Sachen aufzuräumen, die eben nicht so schön sind, wie es hierbei diese Speichen, die müssen dünner sein. Ich habe ja grob eine Vorstellung davon, wie es aussehen müsste. Und danach kann man ja arbeiten. Was ich glaube, viel schlimmer ist, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, wie es aussehen soll. Mhm. Dann muss man sich Referenzen dazu nehmen. In dem Fall, wie jetzt hier bei dem Bild, okay, da hat er das halt so gemacht. Ja, das ist aber, ist mir persönlich jetzt zu prominent. Das hier ist eine sehr schöne Komposition mit den Linien, aber hier oben ist das ein bisschen störend. Und deswegen möchte ich das hier auch weniger störend haben. Vielleicht ein bisschen heller. Nur um dann nochmal kurz den Prozess zu erläutern. Du hast gerade gemeint, du arbeitest stark mit Referenzen. Wie sehr ist es erlaubt zu kopieren? Und wann ist es eine Kopie und wann ist es eine Interpretation? Schwieriges Thema. Kann ich mich stundenlang auch drüber unterhalten. Also ich finde viele Dinge, die jetzt zum Beispiel gerade im Comic-Bereich als Plagiat gesehen werden, finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm, weil es ist teilweise Geschäft, es ist Business. Ich muss auch dazu sagen, es war auch, das ist jetzt absolut auch nicht abwertend gemeint. Ich habe auch von den 8 oder 9 Jahren, wo ich jetzt wirklich sehr aktiv im Buchcover-Illustrationsbusiness tätig war, habe ich 90% kopiert. Also weil, nicht mal kopiert, sondern weil gesagt wurde, hier ist ein quasi vorgefertigtes Console-Sighting, da kommt noch Text drüber, mach das bitte mal nur in schön. So, das ist Alltag. Also das heißt, da kann ich mir nicht aussuchen und sagen, oh, ich möchte es aber gerne so, weil dann kommt der Verlag und sagt, nein, das muss neben dem Bestseller stehen und die Leute müssen daneben greifen, müssen es rausholen und anstatt den Bestseller unseres kaufen. Das ist leider die Realität. Wenn ich dann halt ein Portfolio habe und ich möchte gerne andere Kunden ansprechen, dann muss ich auch andere Kunden haben. Aber in dem Business ist es leider so, dass oftmals gesagt wird, ja, wir brauchen den und den Stil und wenn du den kannst, dann kannst du das machen. Was mich auch zu dem Punkt bringt, wer in dem Illustrationsbereich wirklich Fuß fassen will, der sollte sich wirklich genau anschauen, welche Sachen er gerne mag, den Stil raussuchen von Leuten, die wirklich sehr, 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 sehr viele Cover- oder Auftragsarbeiten gemacht haben und dann sagen, okay, das kann ich auch, nur besser und dann 10 Arbeiten in der Richtung und dann klappt es auch, würde ich sagen, weil dann muss man auch nicht Sachen machen, die tatsächlich eine Kopie von jemand anderem sind. Lass uns am Ende des Streams das Geheimrezept für eine erfolgreiche Illustratorinnenkarriere verraten. Ich hoffe, es sind noch alle dabei und hören zu. Es hat sich sehr leicht angehört und sehr locker. Ich hoffe natürlich, dass das für alle so klappt. Aber ja, ich finde ja auch immer, kopieren oder sich inspirieren zu lassen, ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung. Aber leider ist es ja auch so, dass ganz viele, ja, es gibt viel zu viele Möglichkeiten, um eine zu ähnliche Interpretation zu machen. Und das ist dann auch bitter. Vor allem, wenn man sich ganz viel Mühe gibt, vielleicht erst am Start ist von der Karriere und dann sieht, dass, ja, dass andere vielleicht erfolgreich sind. Das kann schon sehr demotivierend sein. Demotivierend ist es auf jeden Fall. Es liefert aber auch ein falsches Bild. Das, denke ich mal, ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Deswegen sollte man immer, wenn möglich, auch was Eigenes auf die Beine stellen und es zumindest mal versuchen. Oder parallel. Man kann ja auch, ich sag mal, man kann ja in einem Bereich auch was machen. Ich mache es zum Beispiel auch immer so, ich habe auch sehr viele Bilder, bei denen ich eine Hommage mache, aber wie zum Beispiel hier die, das hier zähle ich jetzt halt, also wo ich jetzt gerade dran arbeite, auch in eine Serie rein, die ich jetzt Inceptionism, Handpainted Inceptionism nenne. Und dort geht es halt eben auch darum,
moderne Charaktere in einem alten Gewand darzustellen. Und dabei sind zum Beispiel auch Bilder hier von Brom oder jetzt auch hier Sebastian Krüger. Bei Brom habe ich die Bilder halt dann später, also das ist halt, es gibt halt ein sehr ähnliches Bild hier von also Brom, da steht er dann und ist dann halt ein Schloss dahinter. Sieht man aber jetzt gerade nicht. Das habe ich aber mit einem anderen zusammen, kann ich schauen, wo es ist, hier, das ist das andere, das gibt nämlich gibt es das Ausgangsbild hier? Nee, ist es nicht. Aber da ist zum Beispiel, das ist halt auch ein Bild von ihm, die Basis, das komplette Bild. Hier ist halt ein Fanart geworden. Mir ging es darum, der würde niemals ein Fanart von Overwatch machen. Das heißt, wenn jemand Brom Overwatch eingibt, dann kommt er automatisch auf meine Seite, weil das gibt es halt nicht. Und mir war es halt auch wichtig, ihm das selber zu schicken. Und ich habe es ihm auch geschrieben. Ich habe auch mit keiner Antwort gerechnet, aber er hat halt tatsächlich geantwortet. Und das fand ich so cool. Er hat auch gemeint, das ist vollkommen in Ordnung. Ich sollte halt nur seinen Namen dazu schreiben. Deswegen habe ich das auch, wo es halt geht, gemacht und kann das auch immer empfehlen. Wenn jemand kopiert wird, immer den Namen dazu. Denn man macht sich selber, man schadet sich absolut nicht, aber man tut sich selbst und anderen den Gefallen. Denn man schafft jetzt nicht die Illusion davon, dass man das sich ausgedacht hat. Und später trifft man über das eigentliche Bild und dann stellt man fest, ach Moment mal, das ist ja total fake. Das kann mir zum Beispiel in der Richtung nicht passieren, weil ich überall den Namen dabei stehen habe, schon im Titel, wenn es möglich ist. Und das erspart einfach viel, viel Ärger. Auf jeden Fall. Es erspart erstens Ärger und zweitens ist es auch ein Weg, um mit guten Illustratoren, Künstlern und Artists in Kontakt zu kommen, weil natürlich freut man sich ja auch, wenn man andere Künstlerinnen und Künstler inspirieren kann. Und so eine Hommage, finde ich, ist eigentlich die schönste Inspiration, wenn man dann seinen eigenen Namen dabei sieht. Ich denke auch, deswegen mag ich halt auch diese Hommage als grundsätzliche Arbeit. Also ich meine, wenn ich jetzt mir mein Portfolio mittlerweile anschaue, dann ist das auch eine Sache, wo ich mir denke, wow, tatsächlich auch in den Anfängen, selbst wenn es versucht waren, eigene Arbeiten, Leute haben auf Conventions oder auch so im Internet immer irgendwelche anderen Sachen da drin gesehen. Für mich kam dann halt der Punkt irgendwann auch 2012, 2013, dass ich gesagt habe, so, jetzt höre ich eben auf mit meinen eigenen Arbeiten. Also das Portfolio sieht eben auch ganz anders aus und mache jetzt halt mehr Fanart, wenn man so möchte. Wobei jetzt auch, ich sage jetzt auch schon, diese Künstler-Hommagen sind für mich auch Fanart. Das sind ja teilweise Doppelhommagen. In dem Fall hier von Unraid Caesar, ein bisschen Lowbrow und eben den klassischen Künstler. Und je mehr Künstler ich in einem Bild hommagieren kann, umso mehr Freude bereitet es mir einfach, weil es ist, die Sachen leben auf. Und ich finde es dann einfach auch so schön, wenn so ein klassisches Werk dann auch bei jungen Leuten im Wohnzimmer landet, weil ich dann weiß, Mensch, ich habe jungen Menschen dazu verholfen, ein Interesse für klassische Kunst zu wecken. Und das ist, könnte man auch als Mission sehen. Und es macht einfach Spaß. Und wenn es das nicht würde, würde ich es auch nicht machen. Also das ist es. Das ist das Allerwichtigste. Und wie du sagst, es ist eigentlich ein Kunstremix von verschiedenen Artists, was ein total spannendes Thema ist. Ja, Ich bin ja fast, ich finde es fast ein bisschen schade. Wir hatten ja vor 2 Wochen so kurze Sessions, wo wir auf Community-Fotos illustriert haben. Und ich glaube, das wäre, wenn wir das umdrehen und jetzt deinen Stream und das Ganze nochmal machen, da würden da auch nochmal super spannende Dinge rauskommen. Ja, glaube ich. Da waren nämlich wahnsinnig viele Porträts dabei und schöne Fotografien und das wäre auf jeden Fall ein cooler Startpunkt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja nochmal so eine Aktion und wäre ja eine schöne Sache, wenn man das nochmal machen könnte. Auf jeden Fall. Toll auf meinem Chat gerade, ja, in der Musik gibt es ja auch Remixe, das stimmt natürlich, aber ich finde, in der Kunst ist das ein schwieriges Thema. Ja, es ist in der Musik auch ein schwieriges Thema. Da könnte man wieder eine Masterclass dranhängen. Dieses Fettnäpfchen kriegt er mich nicht. Ja, genau. Nee, aber das stimmt schon. Ich vergleiche es immer auch ganz gerne so mit einer Coverversion. Tatsächlich, wie du es gerade sagtest, das, was ich mache, diese digitale Cover, sind im Grunde nichts anderes. Ich meine, gib mal Mona Lisa in der Suchmaschine ein und du findest tausende Versionen mit Gasmaske, mit Tentakeln, als Medusa, keine Ahnung was, mit Meerschweinchen auf dem Arm. letztens noch, der letzte Trend war eine Künstlerin, die
überall ihre fette rote Katze reingemalt hat. Ne? Und die ist da auch an klassischen Bildern in Monet und überall. Warum nicht? Es macht Spaß. Es ist was Persönliches. Das würde niemand anderes außer diese Person, in diesem Fall diese Künstlerin, machen. Und sie hat ja gutes Recht dazu. Und das ist ein Cover. Und ich meine, so viele gute Lieder, ob es jetzt, egal was es ist, sind gecovert worden. Und manche Cover sind sogar besser als das Original. Ne? Das ist aber immer ein Thema zum Streiten, ob es einem besser gefällt oder nicht. Und ich finde das so wichtig, denn das trägt ja zur Vielfalt der Kultur bei. Und was gibt es Wichtigeres als Künstler, einfach zu der Vielfalt beizutragen? Ja, es ist das perfekte Ende für den Stream. Haben wir denn noch was auf der Liste bei dir? Ich kann jetzt einfach nur weitermalen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Von der Komposition war es wichtig. Das Wichtigste habe ich, glaube ich, erzählt. Wenn noch Fragen sind, gerne später auch im Discord. Ich hau noch rein, stelle die Sachen noch rein und werde dann noch fleißig an dem Bild weitermalen, dass es dann irgendwann vorzeigbar ist. Perfekt. Dann mache ich noch die kleine Abschlussrunde. Es gibt nämlich am Freitag, weil wir es gerade angesprochen haben, Community-Fotos plus Illustration, ein Stream dazu im UK-Channel, also in englischer Sprache. Schaut euch das auf jeden Fall an. Und bei uns geht es hier am Freitag auch weiter. Und zwar wird Robert hier sein und das neue Design von Adobe Live vorstellen. Und da freue ich mich schon besonders drauf, weil da gibt es wahnsinnig viele Insights und wie sie das alles aufgebaut haben und ein paar Zahlen, wie viel Arbeit dahinter steckt, und da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf. Oliver, es war eine wunderbare Masterclass mit dir. Ich nehme für mich selbst wahnsinnig viel mit und freue mich, das Ganze nochmal in Ruhe ansehen zu dürfen und ein paar Dinge auszuprobieren und natürlich auch deine Brushes von den letzten Streams noch rauszukramen und die auch nochmal zu testen. Und danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. War eine wunderbare Zeit. Siehst du, kommt der Frosch am Ende des Streams. Unfassbar. No. Ich glaube, das wird vielleicht doch ein Markenzeichen oder eine kleine Serie mit dem Frosch. Aber ja, es hat mich gefreut. Danke an den Chat. Danke an Tim für den Support. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich mache Schluss. Ja. Schönen Tag noch. Bis bald. Gute Tschüss. Zeit. Bis dann. Tschüss.